Computer bringen wir nicht zusammen. Bitte. Danke. Okay, then let's start with the housing. Also ich übergebe dann an dich. Moderatoren haben wir. Good morning again to everybody. I know it's still early in the morning for all those who have been participating yesterday evening in the opening events. We had a wonderful concert lineup downstairs in the Gleishalle and the train hall of the Post City premises here, and many people were also partying late afterwards. But I think nevertheless we are going to start with anfangen mit unserem Symposium zu den großen Themen. Es ist eine Tradition der Ars Electronica, ein jährliches Thema festzulegen und dieses Thema den Künstlern als Herausforderung zu stellen. Wir wollen sehen, welche Ideen sie dazu haben. Ein Thema soll natürlich ausgearbeitet und diskutiert werden. Das Programm der Vorträge des Symposiums ist ein sehr umfassendes. Es gibt auch eine ganze Reihe von kleineren Konferenzen, Panels, Spezialtreffen. Wenn Sie gerne sitzen und zuhören, dann gibt es für Sie jede Menge Möglichkeiten hier. Und ich bin überzeugt, das Programm ist für Sie interessant. Das Thema der Ars Electronica dieses Jahr lautet Error, the Art of Imperfection, die Kunst der Unvollkommenheit. Am Anfang hat uns vor allem die Phänomenologie des Irrtums interessiert. Ich komme aus dem Bereich Engineering und der Gedanke, Irrtum als Innovationsstrategie zu betrachten im menschlichen Leben, im gesellschaftlichen Leben, in Verbindung mit Kybernetik. Denn zu Beginn dieser elektronischen digitalen Revolution stammt ja der Gedanke des kybernetischen Kreises. Sie wollen etwas erreichen, sie vergleichen es mit der Realität und dann entwickeln sie einen Zyklus, der die Dinge aneinander anpasst, sodass sie zu einem optimierten Ergebnis gelangen können. Und für das Engineering, aber auch für Business-Prozesse ist diese Optimierung so besonders attraktiv. Man hat ein Ziel, eine Norm, die man anstrebt. Und das ist für die Kultur, für die Gesellschaft, für den heiligen Gral der Innovation etwas besonders Wichtiges. Was passiert, wenn die Dinge vollkommen werden? Es tritt ein Stillstand ein. Vollkommenheit heißt, man braucht nichts weiterzuentwickeln. Wenn Sie sich zum Beispiel die Quantenphysik ansehen, da erhält der Irrtum eine völlig neue Dimension. Und ich glaube, das wird in der Zukunft noch viel mehr der Fall sein. Der Irrtum wird das Denken unserer Philosophen beeinflussen. Wenn wir irgendwann in der Zukunft zu einer Gesellschaft werden, in der Menschen wirklich in der Lage sind, darüber nachzudenken, was die Quantenphysik für unsere Weltsicht, für uns selbst bedeuten könnte. Aber je mehr wir uns mit diesem Thema beschäftigt haben, desto mehr wurde uns die zweite Seite des Irrtums bewusst. Ein Irrtum ist eines, Versagen ist etwas ganz anderes. Ein Irrtum oder ein Fehler ist einfach eine Abweichung von der Norm. Es ist etwas anderes eingetreten als das, was Sie erwartet haben.
Während wir an der Vorbereitung gearbeitet haben, da ergab sich der Skandal mit Facebook, mit Cambridge Analytics, Zuckerberg vor dem amerikanischen Kongress. Das hat uns immer mehr zu denken gegeben. Und wir haben uns gefragt, warum ist denn dieser Traum der Freiheit zu einem Albtraum der Kontrolle und der Überwachung geworden? Der Festival und die beiden wichtigen Ausstellungen auf der oberen Ebene und im Kellergeschoss oszillieren zwischen diesen beiden extremen Polen des Irrtums. Versagen und Fehler andererseits, einerseits aber auch Fake und Verfälschung andererseits. Auch das ist ein sehr wichtiges Thema. Das war für uns die Leitlinie auf unserer Suche nach außergewöhnlichen und interessanten Rednern und Beitragsleistenden für unser Symposium. Ich habe jetzt meine Zeit aufgebraucht. Man lässt mir immer ein paar Minuten Zeit, damit auch die Nachzügler noch ihren Platz finden können. Und möchte ich Ihnen jetzt Barbara von Rettbach vorstellen. Barbara ist die Moderatorin für die Konferenz heute. Sie ist Künstlerin, Pädagogin. Sie arbeitet an der Kunstuniversität in Linz und sie interessiert sich sehr für dieses Thema und hat sehr viel Arbeit an diesem Thema geleistet. Und ich übergebe gleich an Sie. Guten Morgen. Irrtum, Versagen. Wir als Designer arbeiten ja mit Trial and Error. Ich komme vom Design und wir machen immer verschiedenste Versuche. Wir probieren Dinge aus, wir verbessern sie. Irrtum, Error ist für mich ein interessantes Konzept, denn ich arbeite Tag für Tag damit mit meinen Studierenden. Und hier bei der Ars Electronica besteht großes Interesse an diesem Thema. Wenn ich mich hier umsehe, stelle ich fest, dass für uns alle Irrtum eine wichtige Rolle spielt. Aber wir reden nicht darüber. Wir reden nicht über Irrtümer. Trial and Error im Design bedeutet, wir reden vom Endprodukt. Aber wie Thomas Macho gestern gesagt hat, wäre es vielleicht auch interessant, sich mit dem Versagen, mit dem Misserfolg zu beschäftigen, sich die kleinen Fehler, die Misserfolge anzusehen und darüber Geschichten zu erzählen. Heute wollen wir uns mit diesem Thema beschäftigen, mit den Fehlern, den Irrtümern und mit fragilen Konzepten von Maschinen und Menschen. Wir haben ein ausgezeichnetes Panel. Ich muss mich erst an die Perspektive gewöhnen. Sie werden sich gleich auf die Bühne begeben. Unsere Redner werden sich mit dem Konzept des Versagens näher beschäftigen. Vielleicht auch Lösungen anbieten. Wo liegt denn da Potenzial in den Rissen der glatten Oberfläche der Maschinenwelt? Oder müssen wir überhaupt ganz anders vorgehen und anders denken, bevor wir mit Maschinen kooperieren können? Perfekte Menschen, perfekte Maschinen. Müssen sich vielleicht unsere Maschinen ändern? Müssen sie sozialer werden? Müssen sie sich anpassen? My name is Barbara von Rechbach. Ich bin Barbara von Rechbach. Ich begrüße Sie bei dieser Sitzung. Und wir werden uns heute bemühen, Antworten auf all diese Fragen zu finden. Darf ich Ihnen unsere ersten Redner vorstellen? Anna Echterhölter und Andreas Wolfsteiner.
werden über vermeidbare Verzögerungen sprechen, über das Messen von Fehlern in der Praxis. Anna ist Professorin für Geschichtswissenschaft an der Universität Wien. Sie hat auch an der TU Berlin, an der Humboldt-Universität Berlin unterrichtet. Sie war am Max-Planck-Institut Stipendiatin, auch in London. Anna interessiert sich vor allem für asymmetrische Infrastrukturen, die Geschichte des Messens, die ja mit unserem Thema der Fragilität und des Irrtums zusammenhängt. Andreas hat an der Universität Wien unterrichtet, und zwar an der Abteilung für Film- und Medienstudien. Er war Visiting Professor an der Humboldt-Universität Berlin und er hat auch an der Universität Hildesheim gearbeitet. Andreas interessiert sich besonders für die Theorie und Geschichte der Schnittstellen. Er hat ein Buch über die Sichtbarkeit von Maschinen, Manipulationsszenarios veröffentlicht. Er hat dort Fehler im wirtschaftlichen, politischen und militärischen Konzepte diskutiert und wie kann man das in Verbindung setzen zur theatralischen Praxis. Er beschäftigt sich auch eingehend mit Fehlern und Irrtümern. Also wir begrüßen Anna Echterhölter und Andreas Wolfsteiner, unsere ersten beiden Redner. Thank you, Barbara. Thank you so much for the... Vielen herzlichen Dank für die nette Einführung. Ich würde guten Morgen sagen wollen, aber einige haben gerade eben erst Mittag gegessen. Sie kommen aus den verschiedensten zeitlichen Zonen. Herzlich willkommen. Vor ungefähr 11 Jahren haben wir uns kennengelernt in einer Forschergruppe zum Thema Transformation von Chronologie. Es ging um Zeit und Messungen. Wir haben hebräische und afrikanische Kalendervarianten untersucht und Zeitabweichungen und waren auf einmal mittendrin im Bereich Fehlerkorrektur und zeitliche Desinformation. Es ist nicht überraschend, diese zeitlichen Systeme passen einfach nicht mehr, so wie Messsysteme ebenfalls nicht so verlässlich sind wie früher mal. Wir stießen dann auf die Frage, inwieweit systematische Fehler und nicht systematische Fehler im Bereich der Arbeitspraxis ein wesentlicher Teil der produktiven Tätigkeit sind. John B. Barry hat das in seiner Publikation On the Idea of Progress 1920 beschrieben. In den nächsten 15 Minuten möchten wir Ihnen zeigen, inwieweit Irrtümer, Messungen und menschliche Körper zunehmend miteinander verwoben werden, wie Fehler die körperliche Sphäre formen und beeinflussen und wie umgekehrt technische, tierische und unternehmerische Einheiten einer Hygiene des Fehlers unterliegen. In dieser Konferenz gibt es Beiträge zum derzeitigen Zustand, zum Status quo. Wir wollen einen Blick auf die Geschichte werfen, und zwar auf die Geschichte von Daten, insbesondere jene Daten, die Messungen von menschlichen Körpern und Praktiken betreffen. Wir wollen hier mit 2 Beispielen von 4 falschen Messungen beginnen. Wir wollen Ihnen also zeigen, 4 Beispiele zum Thema Thurbling, Ziege, Sünde und Schmerz und Fehlerszenarien. Diese 4 Bereiche hängen miteinander zusammen. Es bedeutet immer, dass etwas nicht funktioniert, unvollkommen ist, ungenau oder vielleicht sogar eine Katastrophe. Das alles hängt mit der Geschichte der Daten zusammen. Maschinen und andere technische Geräte werden immer intimer und menschlicher.
Wir glauben, dass die sogenannten Wood Directories unserer Gesellschaft immer mehr sich auf Datenmessungen stützen. Das sind also die Dinge, die wir hier anhand von vier Beispielen beleuchten wollen. Im Ersten Weltkrieg, Ende 1915, publizierte Frank Bunker Gilbreth einen Artikel mit dem Titel Motion Study for the Crippled Soldier, Bewegungsstudie für den verkrüppelten Soldat, im Journal of the American Society of Mechanical Engineers. Er definiert hier Arbeitsprozesse, ich zitiere, als einen Zyklus von Entscheidungen und Bewegungen in unterschiedlichen Abfolgen. Ende des Zitats. Nach seiner Analyse gibt es insgesamt 16 elementare Typen von sogenannten Thirblicks. Thirblick steht für den Namen Gilbreth von rückwärts nach vorn buchstabiert. Aufgaben umfassen Suchen, Finden, Auswählen, Verstehen, Positionieren, Zusammenfügen. Und darunter findet sich auch ein grundlegender praktischer Fehler, der als vermeidbare Verzögerung bezeichnet wird. Sie sehen hier das Bild. Diese letzte Kategorie von Bewegungen ragt heraus, weil es dabei um die unvorhergesehene Abwesenheit, das Fehlen von Bewegung geht, die Verweigerung, weiterzumachen. Es ist ein Symbol der Erschöpfung, des Stehenbleibens und ist kritischer als die anderen. Denn aus der Sicht des Arbeitgebers ist ja das einzige Ziel optimale Bewegungseffizienz. Aber wie lange ist eine Zeitspanne? Sehen wir uns eine Situation an, wo es um Fehlermessung ging und die Gilbreth im Jahr 1916 durchführte. Das Bild hier zeigt die damals berühmte Margaret Benedict Owen, die schnellste Stenotypistin der Welt. Bei einem Schreibmaschinenwettbewerb 1916 erzielte sie einen neuen Rekord. In einer Stunde schrieb sie insgesamt 7.925 Worte. Das bedeutet 18 Standardseiten oder aber 125 Minuten pro Minute auf einer Underwood-Schreibmaschine. Und da gibt es einen interessanten Aspekt. Die Anzahl der Wörter nach Abzug der Fehler betrug 7.495, das heißt, 430 Wörter waren falsch. Das entspricht so ziemlich genau einer Standardseite von insgesamt 18 Seiten. Die Fehlerrate von Margaret Benedict Owen beträgt 0,054%. Wichtig ist Folgendes. Man würde sich erwarten, dass hier bei einer besseren Software andere Ergebnisse erzielt werden. Owen wurde von Charles E. Smith trainiert, aber andererseits machte Gilbreth auch Fehlerbeobachtungen an ihr, um Fehler in ihrem Bewegungsablauf beim Maschinenschreiben zu analysieren, vorherzusagen und zu verhindern. In einem seiner analytischen Filme behauptet Gilbreth, dass er die Anordnung der Tasten auf der Schreibmaschine geändert habe, um vermeidbare Verzögerungen aufgrund eines falschen Bewegungsablaufes durch Margaret Owen zu verhindern. Margaret Owen schreibt darüber, über ihre Erfahrungen, Folgendes. Ein Jahr lang habe ich fleißig vom Früh bis spät kopiert. Meine Finger wurden immer beweglicher, ich war weniger nervös und meine Methode wurde immer gewagter. Damals entdeckte ich, dass ich mechanisch schrieb.
Ich kopierte Seite um Seite und meine Finger übernahmen praktisch mechanisch das Lesen. In dem Augenblick, da ich mich an meine Schreibmaschine setzte, vergaß ich auf die Menge und den Applaus. Wenn irgendwann ein unbeseeltes Objekt lebendig wurde, dann war das meine Schreibmaschine. Soweit das Zitat. In diesem konkreten Thirdly-Arrangement sehen wir den Anfang des Eindringens der Datensphäre in manuelle und Muster und in Verhaltensmuster. Das bedeutet den Beginn eines postfordistischen Klimas. Der Schwerpunkt liegt auf Datenerhebung betreffend die Bewegungen des Kopfes, der Hand und schließlich des Denkens des Geistes. Die Daten, die mit Margaret Owen gesammelt wurden, ist heute etwas Selbstverständliches. Wir fokussieren uns bei wirtschaftlichen Assessments nicht mehr auf Produkte, sondern über Individuen. Sie wurden selbst zu einem Markt. Das könnte man als Datenkapitalismus bezeichnen, so wie das Sarah Myers-West tut. Die Thirdlings sind gewissermaßen ein Alphabet für die möglichen Übungen von Arbeitern. Und dieses Material, nämlich die Information über Bewegungsabläufe und Muster, wird ein Teil der heutigen Produktion und Währung. Ein anderes Beispiel. John Maynard Keynes hatte mal einen Fall aus Uganda in seinem Treatise on Money erwähnt. Er hatte einen Freund in Uganda, der in den Kolonien arbeitet, und er war oft gelangweilt. Er musste Streitigkeiten über die Qualität von Tierkarkassen beilegen. Die Streitparteien drängten ihn oft darauf, sozusagen die Qualität einer Standardziege zu bestimmen. Alles wurde gemessen nach einem Goldstandard gewissermaßen. Das war für die Bauern, für die Farmer damals sehr wichtig. Manchmal wurden Ziegen als Zahlungsmittel verwendet. Also ich gebe dir den Wert für einen Gegenwert von 3 Ziegen an diesem oder jenem Tag. Die Ziegen hatten typische monetäre Funktionen. Sie standen für Rechnungseinheiten bzw. waren ein Wertmaßstab. Und das ist keine Ausnahme. Denken Sie an die Agrarwelt von Homer. Hier werden Rinder oft als Standards für Werte herangezogen. In manchen Gebieten Afrikas waren Sklaven sozusagen die wirtschaftlichen oder Rechnungseinheiten. Und zwischen dem Gebiet der Alpen und der Nordsee waren Hühner sozusagen Standard. Nicht alle Hühner erfüllten die gleichen Ansprüche und es gab einen Test. Die Tiere, für die bezahlt wurde, mussten noch fliegen können. Also sie mussten motorisch gesund sein. Diese Streitigkeiten in Uganda bzw. die Performance-Tests für die Vögel zeigen, dass es ein Problem gibt. Die Tierkarkassen bedeuteten natürlich nicht, dass es eine exakte Werteskala gab. Und das führte zu Verhandlungen betreffend die Messfehler. Und das unterscheidet sich natürlich von der Welt von heute, wo alles klar ist, messbar ist. Diese Skalen, diese metrischen Systeme sind fest eingeführt. Damals gab es also das Fehlen einer metrischen Infrastruktur. Wir können hier monetäre Transaktionen nicht numerisch genau bestimmen. Daher mussten diese Tierkarkassen verwendet werden. Und das war nur eine Annäherung an den tatsächlichen Wert.
aber das war global im Einsatz. Just to step back. Einen Schritt zurück in die Vergangenheit. Wenn wir von der Datengeschichte sprechen und uns die Frage stellen, wo hat die Quantifizierung begonnen? Wann hat sie begonnen? Viele weisen auf Sünde und Schmerz in diesem Zusammenhang. Dieser Zusammenhang zwischen der Quantifizierung kann auch sehr extrem werden. Anfang des Mittelalters verlor die metrische Ordnung des Römischen Reiches an Bedeutung. Münzen waren nur lokal im Umlauf und die Gesetzesbestimmungen ab dem 19. Jahrhundert zeigen, dass es eine Vielzahl von nahezu standardisierten Systemen gab. Es gab unterschiedliche Kataloge für den Grad einer körperlichen Verletzung. So zum Beispiel, können Augen noch weinen? Weist ein verheilter Fuß noch Spuren im taunassen Gras auf? Da gab es wirklich ganz präzise Quantifizierungen für Schmerz und Verletzung. Und darüber hinaus wurde jede Verletzung, jeder Schaden als Wert in Form einer Währung ausgedrückt. Ganz besonders bekannt waren 200 Solidi für den Mord eines freien Mannes. Der Mord an Frauen oder unfreien Personen bedeutete weniger Blutgeld. David Graebers schreibt über Blutgeld und hat Kataloge über die Bedeutung dieses Blutgelds publiziert. Es gab dann auch viele Diskussionen über Fehler in diesem Bereich und ihren Einfluss auf die Werteskala. James Aho zum Beispiel analysiert Beichte und Sünde als eine durchaus standardisierte Praxis. Und Carl Bugliani zeigt ein Beispiel aus dem Buddhismus, dass nämlich Messskalen, also Skalen zur Wertemessung, sich aus der Quantifizierung von dem Zustand der Schande, der Scham entstehen. Er sagt, die Strafe nähert sich der Zahlung an, wenn man den Abbau von Schuld quantifiziert. Also man muss beten und Buße leisten. Eine Quantifizierung leitet sich ab aus verletzten Körpern von Menschen und von Tieren. Der nächste Schritt, und jetzt überspringen wir etwa 1000 Jahre, und zeigen auf, wie man in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit Fehlern umging. Um sicherzustellen, dass Fehler möglichst vermieden werden und Verzögerungen vermieden werden, entstand die Praxis der sogenannten Szenarienanalyse zu Beginn des Kalten Krieges in den 1950er Jahren. Da gab es strategische Pläne bereits nach dem Beginn des Koreakrieges 1951. Die Szenarienanalyse entwickelte sich stark weiter und beeinflusst zukünftige Entwicklungen und kulturelle Entwicklungen. Ende der 60er Jahre etwa war Szenarienplanung eine übliche Praxis zur Anregung der Wirtschaft, wurde betrieben von Versicherungsgesellschaften in der Klimaforschung, bei Markt- und Strukturanalysen. Es handelt sich um einen Mix aus improvisiertem Gaming, Rollenspiel, statistischer Analyse, wie sie von der Rand Corporation, insbesondere durch Hermann Kahn, entwickelt wurde. Eine Gruppe von Konsulenten sprach von diesen Leuten als den Megadeth Intellectuals. Und Gilbreth schreibt dazu, hypothetische Abläufe von Ereignissen, die zum Zweck der Aufmerksamkeitslenkung auf kausale Prozesse und Entscheidungspunkte gelenkt werden, haben das Ziel, mögliche Fehler zu verhüten bzw. ihr Auftreten zu vermeiden.
Das war ein Zitat aus dem Buch The Year 2000 von Hermann Kahn und Arthur Wiener aus dem Jahr 1967. Louis Menand in seiner Analyse schreibt, die Fehlermargen in diesen futuristischen Schriften können ungeheuer groß sein. Manchmal findet man Angaben, meistens nur in Fußnoten, die sagen, angesichts der Ungewissheit könnte das Problem fünfmal größer sein oder noch schlimmer. Soweit das Zitat. Trotz dieser erstaunlichen Ungewissheiten liefern uns diese Szenarien robuste Resultate, so wie Kahn das beschreibt. 50% allerdings dieser Prognosen sind falsch. Aber sie haben doch dazu geführt, dass es dann die Entwicklung von Homecomputers, künstlichen Organen und Gliedmaßen, Pages und so weiter gab. Andererseits kam dann das Jahr 2000 und immer noch gab es keine lautlosen Helikopter anstatt Taxis, keine künstlichen Monde am Himmel, um die Städte zu beleuchten. Und was die Arbeitswelt betrifft, so gibt es noch immer keinen 13 Wochen langen Urlaub. In einem Artikel, Scenario Uncharted Motors Ahead, aus dem Jahr 1985, schreibt Pierre Wack, der für Royal Dutch Shell arbeitete und berühmt wurde, als er die Ölkrise 1973 mittels Szenarienplanung voraussagte, Folgendes. Zitat, seit Anfang der 70er Jahre ist die Fehlerprognose immer häufiger geworden und hat oft ungewohnte Ausmaße angenommen. Üblicherweise beruhen sie auf der Annahme, dass die Welt von morgen ziemlich genauso wie die heutige Welt funktionieren wird. Oft funktionieren sie, weil die Welt sich nicht verändert. Aber früher oder später werden die Prognosen versagen. Und zwar dort, wo man sie am dringendsten brauchen würde. Tja, warum also diese vier Bereiche für Quantifizierungen, warum haben wir diese Beispiele gewählt, diese bestimmten Messungen und diese bestimmten Situationen? Einmal sagen wir, dass es wichtig ist, sich daran zu erinnern, wie eng die Verknüpfung von Körpern mit diesen neuen Dateninfrastrukturen, metrischen Infrastrukturen ist, mit diesen metrischen Ökologien, die sich entwickelt haben. Der Thurblick, die Mrs. Owen und ihre Schreibmaschine waren wohl das beste Beispiel für die Fehlerbeseitigung. Die Daten interferieren mit dem Mensch-Maschinen-Verhalten. Und das Modell von Mrs. Owen wird vielleicht allgemein eine Gültigkeit erhalten. Wir wollten hier alle daran erinnern, dass es früher nicht einen hohen Präzisionsgrad gab. Also die Infrastruktur war fehlerhaft, es gab keine direkten Messungen und diese Methode führte dann zur Entwicklung von eigenen Standards. Bei Sünde und Schmerz wollten wir zeigen, dass diese Quantifizierungen aus dem Gefühl von Sünde und Schmerz entstehen können. Ich habe auf diese Blutgeldkataloge hingewiesen. Und dann haben wir aufgezeigt, dass bei den Error-Szenarien, den Fehlerszenarien, es sich nicht um wirklich genaue statistische Grundlagen handelte. Früher hieß es, dass Menschen sozusagen zum Umfeld von Praktiken werden. Jetzt ist es so, dass wir vielleicht nur eine Randnotiz werden angesichts der Datenflüsse und Datenmengen. Vielen herzlichen Dank. Thank you, Anna. Vielen Dank, Anna. Vielen Dank, Andreas. Auch das war sehr interessant, die Geschichte der Messungen. Irren ist menschlich, heißt es. Aber wir müssen Fehler vermeiden. Und dürfen nicht zulassen,
dass es Irrtümer und Fehler gibt. Also ich glaube, was Sie beide uns berichtet haben, war schon sehr interessant für unsere Zuhörer. Unser nächster Redner, da möchte ich vorher die Frage stellen, wie fühlen Sie sich heute? Fühlen Sie sich alle wohl? Sind die Sessel ja vielleicht nicht ganz bequem, aber besser als die üblichen Konferenzstühle? Mir geht's heute soweit gut, keine Rückenschmerzen. Ich bin ein bisschen kurzsichtig, sehe also manche Gesichter nur verschwommen. Die Menschen machen viele Fehler. Unsere Körper sind nicht vollkommen und daher brauchen wir Erweiterungen für unseren Körper. Wie ist es? Sind wir die Spitze der Evolution? So sehen wir uns doch. Warum sind unsere Körper fehlerhaft? Umgekehrt haben wir die Chance, mit unseren Fehlern umzugehen. Und vielleicht sind unsere Fehler auch ein Vorteil für uns. Das genau ist das Thema des nächsten Vortrages. Nathan H. Lentz wird über menschliche Fehler sprechen, evolutionäre Fehler im menschlichen Körper. Aber er wird auch darüber sprechen, warum unsere Fehler durchaus etwas positiv sein können. Nathan ist Professor für Biologie, Molekularbiologie am John Jay College, an der City University of New York. Also er geht von Fakten aus. Ich bin Designerin, ich kann Geschichten erzählen, aber er betreibt echte, harte Forschung im Bereich Mikrobiologie. Er schreibt einen sehr interessanten Blog, der Human Evolution Blog, und auch eine Podcast-Serie. Er hat zwei Bücher veröffentlicht. Das jüngste Buch trägt den Titel Human Error. Und Nathan wird uns auch darüber etwas erzählen, warum unser Rücken vielleicht mit dem Stuhl, auf dem wir sitzen, nicht so ganz glücklich ist. Nathan H. Lentz, wir freuen uns, Sie hier begrüßen zu dürfen. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier über mein Lieblingsthema sprechen darf, nämlich Unvollkommenheit. Vielleicht weiß ich mehr darüber als jeder andere. Als meine Mutter herausgefunden hat, dass ich ein Buch über menschliche Unvollkommenheit schreiben würde, hat sie gesagt, endlich schreibst du über etwas, das du wirklich kennst. Und das zeigt auch, welche Beziehung ich zu meiner Mutter habe. Ich freue mich, hier über Unvollkommenheit sprechen zu können. Ich möchte auf eine neue Art und Weise auf das Thema Unvollkommenheit blicken. Für mich ist das nicht das Gegenteil von Vollkommenheit. In der Biologie gibt es auch Unvollkommenheit. Die Vorstellung, ein lebendiges Wesen könnte vollkommen sein, das ergibt einfach keinen Sinn. Wenn man sich einen vollkommenen Organismus vorstellt, der jedem Beutetier entgeht, nie krank wird, immer Futter findet, immer was zu essen findet, wie lange würde es dauern, bis alles aufgegessen ist? Und dann wäre der Planet eines Tages gar nicht mehr vorhanden und dieses Wesen auch nicht mehr vollkommen. Im Programm für diese Konferenz habe ich gelesen, wenn ein Fehler begangen wird, wie weiß man denn, ob das vielleicht der Beginn einer Innovation ist, einer neuen Innovation, oder ob es einfach Blödsinn ist? Der Grund, warum mich das so interessiert und anspricht, ist, weil in der Biologie es ebenso funktioniert.
Jede Vielfalt im Leben, jede Innovation, jedes Neue beginnt mit einer Mutation. Sie wissen natürlich, was Mutationen sind. Mutationen sind im Wesentlichen Fehler in der DNS-Kodierung in unserem genetischen Material. Und diese Fehler sind entweder Kopierfehler, das ist ein echter Fehler, aber wir sollten dankbar sein für diese Fehler, denn wir wären nach wie vor anaerobe Bakterien, wenn es diese Fehler nicht gegeben hätte. Unsere Innovation, unsere Größe stammt von diesen kleinen Fehlern her, die sich akkumuliert haben und daraus ist das geworden, was wir heute auf dem Planeten sehen. Und auch für die politische Zeit, in der wir leben, ist es wichtig zu bedenken, dass Unvollkommenheit gut und wichtig ist. Aber die Geschichte hat hier noch nicht ihr Ende. Ja, es ist das nur der Beginn der Geschichte, zumindest der Geschichte, die ich in meinem Buch Human Errors erzähle. Wir haben einen Körper, der Fehler hat. Irrtümer sind passiert. Und um diese Fehler zu sprechen, muss ich zuerst definieren, was denn ein Fehler ist. Ein Ausrutscher. Denn ich möchte hier nicht in eine semantische Debatte eintreten. Was ich Fehler oder Marotten oder Ausrutscher oder Peccadillos nenne, wie auch immer man das nennen mag, das ist eine suboptimale Funktionsweise eines suboptimalen Organismus. Man fragt sich daher, wer hat denn das so designt, dass das zu meinen Kriterien passt? Und genau diese Einschlusskriterien bedürfen einer Erklärung. Mir ist vollkommen bewusst, dass es unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema des menschlichen Körpers gibt. Vielleicht wissen wir über einige dieser Dinge einfach nicht genug. Mir ist das schmerzhaft bewusst, denn daraus entstehen öffentliche Debatten. Und wenn Sie meinen Twitter-Blog verfolgen, dann kennen Sie die Argumente darüber, was ist ein Fehler, was ist ein Irrtum und so weiter. Aber ich bleibe bei meiner Rohdefinition, nämlich ein Fehler ist das, was einer Erklärung bedarf. In meinem Buch und in allen meinen Schriften habe ich festgestellt, dass es drei Kategorien gibt von Fehlern, Irrtümern, Ausrutschern und dergleichen. Die erste Kategorie ist das Mismatch, also etwas, das nicht zusammenpasst. Wir leben heute in einer Welt, die ganz anders ist als die Welt, in der unsere Evolution begonnen hat. Wir setzen unsere Körper heute ganz anders ein als vor Millionen von Jahren. Und wir verwenden unseren Körper einfach für einen anderen Zweck als früher. Die kulturelle Revolution ist schneller verlaufen als die biologische Evolution und darunter leiden wir jetzt ein wenig. Jeder in diesem Raum, mit Ausnahme von mir und ein paar anderen, sitzen hier auf einem Stuhl, der eigentlich nicht zu unserem Körper passt. Sitzen ist bequem, aber unser Körper ist nicht dafür gebaut, den ganzen Tag zu sitzen. Und wir zahlen dafür auch eine entsprechende Strafe. Ich sehe auch, dass viele von Ihnen eine Brille tragen. Manche von Ihnen tragen Kontaktlinsen, andere haben sich ihre Kurzsichtigkeit mittels Laser korrigieren lassen. Aber Kurzsichtigkeit ist eine Geißel der Menschheit. Etwa 40% der Bevölkerung in Europa und Nordamerika brauchen eine Linsenkorrektur, um besser zu sehen. 75% sind es in Asien. Also die meisten Leute auf diesem Planeten sehen schlecht. Das ist ein Designfehler. Und stellen Sie sich vor, Sie sind ein Adler oder ein Habicht. Wenn Sie da nicht gut sehen könnten, wie lange würden Sie denn dann überleben als Adler? Nicht lange. Der Adler würde verhungern und seine
Kurzsichtigkeit würde mit ihm sterben. Wie lange werden wir denn kurzsichtig sein? Dafür gibt es zwei Antworten, eine biologische und eine kulturelle. Die biologische ist, wir brauchen nicht vollkommene Sehfähigkeit, um zu überleben. Zum Glück sind wir keine Adler. Und kulturell besagt das, dass es unterschiedlichste Arten und Weisen gibt, wie der Einzelne erfolgreich sein kann. Vielleicht sind Sie kein Jäger, sondern eher ein Bauer. Vielleicht sind Sie ein Schamane. Die wichtigsten in unserer Kultur sind jene, die ihr Wissen mit uns teilen. Das sind die älteren Menschen. Sie sind ein Reservoir an Wissen. Und sollten doch froh sein, dass unser Körper nicht vollkommen ist, dass wir zur Gesellschaft trotzdem beitragen können. Das stimmt, das gilt für Tiere nicht. Nun, warum betrachten wir Kurzsichtigkeit als Fehler? Wir haben in den letzten 10 Jahren festgestellt, dass die Rate der Kurzsichtigkeit fast direkt korreliert mit der Zeit, die man als Kind nicht im Freien verbracht hat, also in geschlossenen Räumen. Je mehr Zeit als Kind in geschlossenen Räumen man verbracht hat, desto eher ist man kurzsichtig. Denn in der Schule waren wir in geschlossenen Räumen. Wir haben nie in die Ferne geblickt, sondern immer nur über kurze Distanzen. Es gibt Stämme, die ständig im Freien sind und sie haben eine Kurzsichtigkeitsquote, die minimal ist. Also das sind die Fehler, die darauf zurückzuführen, dass hier ein Mismatch passiert, dass etwas nicht zusammenpasst, genauso wie Sie und Ihr Stuhl, auf dem Sie sitzen. Das ist eine Kategorie von Fehlern. Aber wir haben für jeden unserer Fehler eine kreative Lösung und ich verwende das Wort kreativ absichtlich. Wenn Sie sich die vielen Brillenträger und die Brillen hier ansehen, was haben wir denn gemacht? Wir haben eine Kunst daraus gemacht, eine Mode. Brillen sind ein Modeaccessoire. Vor allem, wenn Sie in Brooklyn leben, dann wissen Sie, dass dort viele Menschen eine Brille tragen, obwohl sie gar nicht kurzfristig sind. Für Sie ist das ein Fashion-Statement. Wir hätten nie Brillen erfunden, wenn wir Adleraugen hätten. Aber wir haben keine Adleraugen, daher brauchen wir Brillen. Machen wir doch einen Modeartikel daraus. Eine weitere Fehlerkategorie sind die Kompromisse. Und das zeigt die Grenzen der Evolution auf, die Grenzen unserer Anatomie. Wir haben ja nur den Körper, den wir haben, den wir jetzt und heute haben. Und bei den Mutationen gibt es winzig kleine Veränderungen von einer Generation zur nächsten. Radikale Veränderungen finden nicht statt, aber kleine Veränderungen. Sehen Sie sich Ihr Handgelenk ein. Ein Roboter würde doch nie ein solches Handgelenk haben. Aber wir haben nun einmal unsere anatomische Karosserie. Das ist alles, was wir haben. Wir können nicht zusätzliche Knochen hinzufügen, bizarre Nervenwege und Nervenpfade erfinden. Was wir haben, ist das Ergebnis der Evolution. Und die Evolution entwickelt sich ganz langsam. Und dann gibt es Fehler und Unvollkommenheiten, die einfach Pech sind. Wir haben zum Beispiel ein Gen, Gulo, das kodiert für ein K-Enzym und Vitamin-C-Synthese. Warum? Natürlich können wir könnten ja sagen, wir können unser eigenes Vitamin C machen. Man braucht Vitamin C in der Nahrung, weil wir dieses Gen haben. Es ist ungewöhnlich, dass dieses Gen deaktiviert ist. Und das gibt es nur beim Menschen. Fast jeder andere Primat, jedes andere Säugetier
produziert sein eigenes Vitamin C. Nicht wir, zumindest nicht genug. Daher müssen wir Zitrusfrüchte konsumieren und dergleichen. Und die Nährstoffe werden uns ja in jeder Form heutzutage zugeführt. Das sind also die drei Fehlerkategorien. Jede mit vielen interessanten Beispielen und daraus können wir viel lernen. In meinem Buch kategorisiere ich diese Fehler nicht nur nach Funktionen, sondern auch danach, wo sie auftreten. Und die Anatomie ist das beste Beispiel. Ich habe von den Augen gesprochen, aber da gibt es noch viel mehr. Haben Sie je eine Verkühlung gehabt? Niemand von Ihnen hatte je eine Verkühlung? Nun, ich könnte mir vorstellen, jeder von Ihnen war doch schon einmal verkühlt oder hat eine Sinusinfektion gehabt. Und selbst Ihr Hund, Ihre Katze, die niesen dann und niesen die dann und wann? Nein, Tiere verkühlen sich nicht. Die Verkühlung ist ein menschliches Problem. Und warum? Weil wir diese Höhlen, diese Kavitäten haben, die gar nicht so groß sind in Wirklichkeit, die Sinuskavitäten. Und da soll alles im Fließen sein, damit es schön sauber bleibt. Aber der Mukus sollte abfließen können. Aber wohin sollte er denn abfließen? Wenn Sie Installateur wären, würden Sie was einbauen, damit das nach unten abfließt. Aber für die Abflussröhre befindet sich an der Decke oben in dieser Sinushöhle. Und es ist ziemlich schwierig, wenn etwas nach oben abfließen soll. Und das verstopft sich ganz leicht. Und dann sammelt sich Schleim in dieser Höhle an und kann nicht abfließen. Und so kommt es zur Sinusinfektion. Wenn Sie sich dann hinlegen, erleben Sie eine vorübergehende Erleichterung. Andere Primaten sind mit diesem Problem fertig geworden, indem die Schnauze nach hinten gedrückt wurde. Die haben das alle geschafft. Wir haben noch immer unsere Nase. Wenn die Nase komprimiert würde zur Schnauze bei den anderen Primaten, hätten wir dieses Problem nicht. Ein anderes Beispiel. Es gibt einen Nerv, der vom Gehirn zum Larynx, also zum Kehlkopf, fliegt. Man könnte sich vorstellen, dass dieser Nerv einen einfachen, leichten Weg wählt. Aber das ist falsch. Dieser Nerv geht zuerst runter in den Brustraum und geht dann wieder hinauf nach oben zum Kehlkopf. Hier sehen Sie das. Zwei Nerven führen zum Kehlkopf. Der eine wählt den einfachen Weg, der andere windet sich rund um die Aorta. Und die Chirurgen kennen das gut. Wenn Sie das nicht wüssten, könnte es sein, dass Sie nach einer Operation Ihre Sprechfähigkeit verloren. Eigenartiges Design. Es ist kein Design. Die Evolution folgt nicht den Grundsätzen des Designs. Dieser Nerv verlief, als unsere Vorfahren noch Fische waren, vom Hirn zu den Kiemen und dann haben wir einen Hals und eine Brust entwickelt und dieser Nerv hat sich irgendwo verirrt und verläuft jetzt so, wie er eben heute verläuft. Für uns ist das schlecht. Denken Sie einmal an den Brontosaurus. Wie viele Meter musste dieser Nerv zurücklegen, bis er dorthin kam, wo er hin wollte? Das sind die anatomischen Fehler. Und dann die Gene. Wir haben so viele kaputte Gene. Und es gibt repetitive, nicht funktionale DNS, die große Probleme verursachen kann.
Die Zahlen sind unterschiedlich und werden auch heftig debattiert, aber ich behaupte, dass zumindest die Hälfte unserer DNS keine positive Funktion hat. Und wir Glück haben, wenn sie keinen Schaden anrichtet. Es gibt Pseudogene, repetitive Gene. 9% der eigenen DNS sind virale DNS. Die Reste von Virusinfektionen, die von unseren Vorfahren überwunden wurden, von denen es aber noch Reste in unserem Körper gibt. Also das Genom ist totales Chaos, ein Mess. Von Design kann hier keine Rede sein. Nun, unsere Nahrung. Wir brauchen Vitamin C in der Nahrung, aber das ist nur eines. Stellen Sie sich die Ernährungspyramide vor. Man sagt uns heute, wir brauchen mehr von dem. Morgen sagt man uns, wir brauchen mehr von dem anderen. Alles andere war falsch. Also wir machen ein wenig von, nehmen ein wenig von dem zu uns, ein wenig vom anderen. Und das ist das menschliche Problem. Schauen Sie sich Ihre Haustiere an. Ein Hund bekommt sein Hundefutter täglich. Der Panda frisst täglich seine Eukalyptusblätter und er ist glücklich. Wären wir glücklich, wenn wir jeden Tag Eukalyptusblätter essen müssten? Ich glaube nicht, die sind auch nicht sehr nahrhaft. Warum haben wir solche Probleme mit unserer Ernährung? Weil in unserer Vergangenheit haben wir uns in der Salatschüssel des Afrikas südlich der Sahara entwickelt. Da gab es viele Möglichkeiten, sich zu ernähren. Wir sind faul geworden und es ist dank der Härte der natürlichen Selektion, dass wir so geworden sind, wie wir sind. Wenn die Selektion keine Härte mehr mit sich bringt, werden wir faul und so entstehen die Fehler. Jeder, der an Unfruchtbarkeit leidet, kennt dieses Problem. Nun, wenn unsere Spezies hundertprozentig fruchtbar wäre, wäre das nicht schlecht. Ein evolutionärer Kompromiss ist die Geburt eines Kindes. Extrem schmerzvoll und gefährlich. Das war die Haupttodesursache bei Frauen und Säuglingen viele, viele Jahrhunderte lang. Auch das ist ungewöhnlich. Beim Menschenaffen ist das nicht so. Die Geburt eines Nachkommen ist für die Tiere kein Problem. Ich habe Filme von Gorillas gesehen, die ein Junges geboren haben und gleichzeitig andere ältere Junge versorgt haben. Auch für eine Kuh ist das kein Problem, ein Kalb zur Welt zu bringen. Warum ist es für uns so ein Problem? Wenn wir uns das Becken und den Schädel eines Schimpansen ansehen, dann stellen wir fest, dass das zusammenpasst. Der Schädel ist nicht zu groß, er kommt leicht durch den Geburtskanal. Lucy, unsere Vorfahrin, da ist das Becken schon viel enger. Das Becken ist enger und der Schädel passt zwar noch durch den Geburtskanal, durch das Becken, aber nicht mehr so gut. Und jetzt sieht es so aus beim Menschen. Ich fürchte, Sie fühlen sich nicht allzu wohl, wenn Sie das sehen. Sie haben das Gefühl, da passt was nicht zusammen und da haben Sie vollkommen recht. Das ist ein Kompromiss in der Evolution. Einerseits großes Gehirn, andererseits ein Becken, das schmäler wird, damit wir schön, elegant, aufrecht gehen können. Kompromisse, das ist die Geschichte der Evolution. Wie gehen wir mit diesem Kompromiss um? Nun, wir kommen viel zu früh zur Welt. Bevor das Gehirn noch größer wird, kommen wir zur Welt. Und ein Pferd kommt zur Welt, steht auf und läuft. Menschen sind 30 Jahre lang völlig von ihren Eltern abhängig.
Ja, man gibt mir zu verstehen, dass ich meine Zeit schon aufgebraucht habe. Nun, wir haben Krankheiten, das Immunsystem funktioniert nicht. Wir haben viel schlimmere Probleme als die meisten Tiere. Malaria ist ein Problem. Die Malaria können wir schon bekämpfen, vorausgesetzt, wir sterben nicht an Sichelzellenanämie. Also, und dann noch die letzte Kategorie von Fehler. Die Fehler in unserem Denken. Und ich will jetzt gar nicht auf die politische Situation eingehen. Es ist ganz klar, dass wir allmählich verrückt werden im Denken. Wir haben kognitive Fehler. Das sind nicht nur Begrenzungen. Das heißt nicht nur, dass wir nicht gut genug sind. Nein, wir machen einen und denselben Fehler immer und immer wieder. Wir sollten das doch allmählich wissen. Da sind wir irgendwie falsch verdrahtet im Gehirn. Nun, warum habe ich dieses Buch geschrieben über unsere Fehler? Ich habe das getan, weil es uns so viel über unsere Vergangenheit sagt. Unsere Fehler sind wunderschön, aber sie lehren uns auch etwas. Wir haben die Spuren unserer Vergangenheit im Körper und die sind wie Narben aus dem Kampf des Überlebens. Einen Kampf, den wir gegen alle Erwartungen gewonnen haben. Und jetzt die große Frage. Unser großes Gehirn, ist das das Beste, was möglich ist, oder ist es der größte Fehler? In den nächsten 50 oder 60 Jahren werden wir das vielleicht wissen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you, Nathan. Dankeschön, Nathan. Ich weiß nicht, ob das alle unsere Fragen über die Fehler unseres Körpers beantwortet hat, aber es gibt mir viel zum Nachdenken. Nun, Menschen machen Fehler, aber auch Maschinen. Jetzt geht es um die Fehler der Maschinen. Die Technologie hat nicht immer recht und ist nicht immer die beste Lösung oder die schnellste Lösung. Unsere Besessenheit mit Vollkommenheit ist etwas, das katastrophale Ergebnisse erbringen kann. Und das führt mich zu unserem nächsten Redner. Die nächste Vortragende hat einen interessanten Hintergrund. Sie kommt aus dem Hightech-Bereich, das heißt aus dem Programmieren, der Softwareentwicklung, aber sie ist auch Geschichtenerzählerin. Sie erzählt Geschichten, sie ist Pädagogin und schreibt darüber. Sie weiß, worüber sie schreibt und spricht. Meredith Broussard wird über künstliche Intelligenz sprechen. Und sagt, sie macht nicht zumal so viel, wie wir glauben. Fehler in den Konzepten der künstlichen Intelligenz oder KI. Meredith ist Assistant Professor an der NYU, New York University, arbeitet als Pädagogin und, wie gesagt, sie kommt aus dem Computerbereich der Softwareentwicklung. Und sie hat auch am MIT Media Lab gearbeitet. Sie hat kürzlich ein Buch publiziert, Artificial Unintelligence, künstliche Unintelligenz, ein interessantes Konzept. Letztes Jahr war ja das Thema der ARS, Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz. Und jetzt auf einmal Unintelligenz. Künstliche Unintelligenz. Sie wird über die Fehler sprechen, die durch unsere Begeisterung für technologische Lösungen für alle Aspekte unseres Lebens führen. Und sie weist immer darauf hin, dass Computerlösungen
nicht immer die besten Lösungen sind. Es wird sicher sehr interessant sein, was sie über die Interaktion Mensch-Maschine zu sagen hat. Können wir eine soziale Intelligenz entwickeln für die Maschinen? Intelligent, unintelligent, vielleicht gibt es auch so etwas wie soziale Intelligenz. Wir freuen uns, dass Sie hier sind, Meredith. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Keine PowerPoint-Präsentation? Doch. Ich möchte schon ein paar Bilder zeigen. Ja, bevor es soweit ist, möchte ich Ihnen ein bisschen über mein neues Buch erzählen. Es trägt den Titel Artificial Unintelligence, wie Computer die Welt missverstehen. In diesem Buch geht es um die Arbeitsmechanismen und die Grenzen für künstliche Intelligenz. Es ist das zweite Mal, dass ich hier Arbeiten bei der Ars Electronica vorstellen darf. Ich war schon 1996 mal hier. Das war Teil eines größeren Projektes mit dem Titel Brain Opera. Das war der Anfang und das hat mich zu den weiteren Forschungen geführt. Heute geht es um künstliche Intelligenz für investigativen Journalismus. Es war ein langer Entwicklungsweg. Ja, die PowerPoint-Präsentation scheint zu funktionieren. Und das Ganze auf Englisch, wunderbar. Also, künstliche Intelligenz macht nicht so viel oder kann nicht so viel, wie wir glauben. Ein Grund für dieses Buch was ich Ihnen schon gesagt habe. In meiner Forschungstätigkeit habe ich über Datenjournalismus gelesen. Das ist ein relativ neues Gebiet im Journalismus. Es geht darum, Geschichten in Zahlen zu entdecken und Zahlen zum Geschichtenerzählen zu verwenden. Sie kennen vielleicht Upshot bei den New York Times. Dort wird Datenjournalismus betrieben. Dann gibt es investigativen Datenjournalismus auch anderswo in den USA, Fox und Texas European. Das sind also Bereiche für Datenjournalismus. Es gibt so etwas wie Algorithmic Accountability Reporting. Also man liest Algorithmen und verwendet sie, um Menschen verantwortlich für ihre Tätigkeiten zu machen. Also etwa die Verantwortlichkeit einer freien Presse. Das bedeutet, wir müssen diese Blackbox-Algorithmen untersuchen und sicherstellen, dass hier diese Algorithmen auch fair sind und für die Gesellschaft nützlich. Einer der Fehler im Zusammenhang mit KI ist das Problem Hollywood. Wenn Sie an KI denken, denken Sie an den Terminator, Alex Schwarzenegger. Der kommt mir zuerst in den Kopf, dann denke ich an den Film Ex Machina oder man denkt an Brad Stoker-Bilder, Roboter und man denkt an Star Trek und Commander Data. Ja, ich nehme an, das ist bei Ihnen genauso. Da geht es um Dinge, die für eine bestimmte Generation ganz wichtig waren. Aber das hat mit künstlicher Intelligenz nichts zu tun. Das ist einfach Fantasie. Und so funktioniert unser Gehirn. Unser Gehirn verwechselt oft Realität mit Vorstellung. Wir müssen immer daran denken, dass es diese Hollywood-Bilder im kollektiven Gedächtnis gibt und wir müssen darüber hinaus. Was ist an KI real?
Künstliche Intelligenz ist ein Teil der Computerwissenschaft, so wie Algebra ein Teil der Mathematik ist. Und innerhalb der KI gibt es unterschiedliche Bereiche. Eines davon ist Machine Learning, Lernen durch Maschinen. Natürlich gibt es andere Bereiche, abgesehen vom Machine Learning. Und ich weiß, da sind ja einige Forscher hier im Publikum. Es gibt Expertensysteme, das ist ein weiterer Bereich. Sprachverarbeitung, Sprachgeneration. Aber darüber hört man nicht so viel, weil diese Disziplinen nicht so populär sind wie Machine Learning. Das ist besonders populär. Und es hängt auch mit der Sprache zusammen. Mechanical Learning und Artificial Intelligence sind Synonyme geworden. Wenn man von künstlicher Intelligenz spricht, dann meint man oft ausschließlich Machine Learning. Diese beiden Termini wurden miteinander verwirrt. Das passiert in der Sprache. Das ist ganz normal, dass Wörter sich in ihrer Bedeutung aneinander angleichen. Und das ist dann für die meisten von uns durchaus verwirrend, wenn wir Schritt halten wollen mit den wissenschaftlichen Entwicklungen. Also KI ist ein Teil der Computerwissenschaft, es gibt andere Bereiche, aber Machine Learning ist der populärste. Noch etwas sollten wir bedenken. Generelle, allgemeine und enge künstliche Intelligenz. Generelle KI ist der Typ Hollywood. Also Computer werden die Welt übernehmen, die Menschen umbringen und so weiter. Alle diese Vorstellungen, Maschinen, die denken, das ist alles Fantasie. Aber es gibt auch die enge KI und die ist durchaus real. Da gehört auch Machine Learning hinein, Lernen durch Maschinen. Das klingt so, als ob eine Maschine denken würde, aber so ist das nicht. Es handelt sich um eine sehr komplizierte Mathematik, wunderschöne Mathematik. Erstaunlich an der Mathematik ist für mich, dass wir hier regelmäßige Muster im Universum beschreiben können. Es ist keine Magie. Enge KI ist Realität und generelle AI ist Fantasie. Also zur engen künstlichen Intelligenz. Was verstehen wir genau unter Machine Learning? Und ich werde über die Titanic sprechen. Das ist ein gutes Beispiel für Machine Learning. Also denken wir an die Titanic. Wer fällt Ihnen da ein? Was kommt Ihnen in den Sinn? Sie haben es gesagt. Leonardo DiCaprio natürlich. Der Film von James Cameron, Titanic, war einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. 99% der Leute hier im Saal haben vermutlich den Film Titanic gesehen. Es war ein Box-Office-Hit und ist ein Teil unseres kollektiven Unbewussten. Und wiederum kommt hier Hollywood ins Spiel und formt unsere Vorstellung von einem historischen Ereignis. Wenn ich an die Titanic, an das Schiff denke, denke ich nicht an dieses Schwarz-Weiß-Bild. Ich denke daran, wie das Ganze im Film aussah. Leonardo DiCaprio und Meg Wood. Die Katastrophe der Titanic liefert uns aber sehr viele Daten und ist ein gutes Lernbeispiel für den Datenjournalismus. Also, wie sehen die Daten aus? Hier haben Sie einen Datensatz von der Titanic, eine Liste der Passagiere. Und wir können hier einen Machine Learning-Algorithmus entwickeln, der voraussagt, wer überlebt bzw. wer bei der Katastrophe stirbt. Also, wir haben hier Listen. Einmal die Passagiere in der ersten Klasse. Es gab erste, zweite und dritte Klasse. Also wir haben hier auch die Zahl der Überlebenden, 0, 1, 2. Wir haben Namen, Alter, Geschlecht der Passagiere und einige zusätzliche Informationen betreffend die Reise.
Kosten. Also, beim Machine Learning haben wir einmal Zahlen vorliegen. Was machen wir damit? Wir entwickeln ein Modell. Hier Mathematik für Volksschulkinder. Eine sogenannte Funktionsmaschine. Und das heißt, jede Nummer oder jede Zahl soll in die Funktionsmaschine eingegeben werden und such ein Muster, mit dem du die Tabelle ergänzen kannst. Also, wir haben hier eine Liste, man gibt eine Zahl ein und in der Maschine passiert dann irgendetwas und der Output ist dann eine andere Zahl, also je nachdem, was sie eingeben. Wie sieht die Regel aus? Was passiert innerhalb dieser Maschine? Minus 3. Super. Also, wenn Sie das schaffen, dann schaffen Sie auch Machine Learning. Was geschieht beim Machine Learning? Es läuft so ziemlich der gleiche Prozess ab. Wir haben einen Input X, wir haben dann ein Blackbox-Modell und dann haben wir einen Output, wiederum X. Was machen wir mit den Daten der Titanic? Wir geben die Daten ein und erstellen ein Modell. Wir lassen den Computer ein Modell erstellen und verwenden da sehr komplexe und komplizierte Mathematik, multiple Dimensionen. Und der Computer produziert ein Modell und sagt voraus, ob jemand überlebt oder nicht. Was ist der Vorteil davon? Wir können dieses Modell dann auch mit anderen Daten verwenden. Also, wenn ich zum Beispiel ein Versicherungsunternehmen bin, dann kann ich die Daten von der Titanic hernehmen und damit ein Modell erstellen, das voraussagt, wer eine Katastrophe auf See überleben wird. Und ich kann dieses Modell dann verwenden, wenn jemand sich um eine Reiseversicherung bemüht und kann dann sagen, tja, wie viel verrechne ich für den einzelnen Passagier. Hier gibt es aber ein Problem. Wenn Sie sich die Mathematik hinter den Daten ansehen, dann war der entscheidende Faktor, ob jeder die Katastrophe auf der Titanic überlebte oder nicht, die Passagierklasse war. Die erste Klasse Passagiere überlebten in größerer Zahl als Passagiere in der zweiten oder dritten Klasse. Also, wenn wir das verwenden für das Modell unserer Versicherungsgesellschaft, dann stellen wir fest, dass erste Klasse Passagiere eine größere Überlebenswahrscheinlichkeit haben und sie zahlen weniger an Versicherung als Passagiere in der zweiten und dritten Klasse. Ist das fair? Nein, überhaupt nicht. Das entspricht nicht unserer sozialen Definition von Fairness. Also, wenn wir ausschließlich uns auf die mathematische oder algorithmische Interpretation der Welt verlassen, dann entspricht das nicht unseren sozialen Erwartungen. Hier missverstehen die Computer die Welt. Computer können gewisse Dinge letztlich nicht verstehen. Also, was kann ein Computer grundlegend verstehen? Da denke ich an Jack Fair und Milton Long. Das waren zwei Passagiere auf der Titanic. Junge Männer aus der gleichen sozialen Schicht, etwa gleich alt, etwa gleich groß. Und beide halfen bei der Rettung einer großen Anzahl von Passagieren, Säuglinge, Kinder. Sie waren unter den Letzten auf der Titanic, bevor das Schiff unterging. Sie standen an der Reling und sahen, wie die Rettungsboote davon schwammen. Und sie sprangen dann ins Wasser, also James zuerst, und er fiel hinunter, genau neben das Schiff. Jack hat seinen Freund beobachtet, wie er über die Reling sprang. Und hat sich gesagt, auch für mich ist es Zeit. Und er sprang so weit wie möglich weg vom Schiff. Und die Strategie von Jack war die einzige, die funktionierte. Milton wurde
hinuntergezogen, ins Wasser erstarb. Jack hat überlebt, er ist weit weggesprungen, hat ein Rettungsboot erreicht und überlebt. Dieser Unterschied, also der Winkel des Sprunges, gerade hinunter oder weit weg von der Titanic, das scheint in den Daten der Titanic nirgendwo auf. Da gibt es keine Winkel für die Sprünge ins Wasser. Und ein Computer kann das überhaupt nicht berücksichtigen. Er weiß nicht, dass hier der Winkel des Sprungs anders war. Wenn wir uns also ausschließlich auf die Maschineninterpretation von Daten verlassen, dann bekommen wir keine komplexe Darstellung von dem, was in der Welt vorgeht. Also, es ist falsch zu glauben, der Computer kann alles für uns tun und alles besser machen als die Menschen. Computer sind etwas Großartiges. Im ersten Teil meines Buches schreibe ich darüber, dass ich Computer liebe. Ich finde, sie sind großartig für unsere Welt. Aber wir brauchen ein nuancierteres Verständnis davon, was Computer können und was sie nicht können. Also, jahrelang haben wir den Glauben an den Technoschauvismus gehabt. Technoschauvismus heißt, Computer sind immer die beste Lösung. Es ist die Vorstellung, dass Technologie besser ist als die Menschen, Besseres leistet. Darum geht es nicht. Man muss das richtige Tool für die entsprechende Aufgabe verwenden. Man muss die richtige Methode anwenden. Das eine ist nicht besser als das andere. Aber wir haben immer wieder gehört, dass die Technologie besser ist. Die frühen Computerwissenschaftler waren Mathematiker. Und Mathematik ist sozusagen der Vorfahre der Computer. Mathematiker haben hunderte Jahre hindurch die Vorstellung gehabt, dass die Lösung von mathematischen Problemen besser ist und überlegener als die Lösung von sozialen Problemen. Sie sind nicht objektiv. Mathematiker sind in gewisser Weise Snobs. Wer hat uns gesagt, dass die Lösung von technischen Problemen überlegen ist der Lösung von sozialen Problemen? Wer hat uns gesagt, dass die Technologie unser Retter für soziale Probleme ist? Da gibt es einige Leute. Claude Shannon, Alan Turing, Marvin Minsky, John von Neumann, Larry Page und Sergey Brin. Was haben alle diese Leute gemeinsam? Sie sind weiße Männer, eine sehr homogene Gruppe, alles sehr intellektuell homogen, sind auch homogen, was Geschlecht betrifft, was ihren Hintergrund betrifft. Sie sind nicht repräsentativ für die Diversität, die Vielfalt der menschlichen Erfahrungen. Und sie bringen ihr eigenes Bias in die Technologie ein. Wir haben da eine kleine homogene Personengruppe, die uns alle diese Ideen liefert, an die wir jetzt kollektiv glauben. Ideen betreffend Technologie und Gesellschaft, aber das ist nicht inklusiv. Es führt nicht zu einer inklusiveren Technologie. Manchmal erfolgt diese mangelnde Objektivität, diese Vorurteile, bewusst oder manchmal auch unbewusst. Und es gibt so etwas wie positive Asymmetrie. Positive Asymmetrie bedeutet, dass wir bei Technologie, wenn wir in einer Gruppe sind, uns auf das Gute eher konzentrieren, auf das Positive und nicht auf das Negative. Wenn Sie einen Algorithmus schreiben, darüber, wie viel sollen die Leute für eine Reiseversicherung zahlen, dann sagen Sie, ach, dieser neue Algorithmus ist großartig, der wird die Dinge besser machen, gerechter machen. Und Sie sagen nicht, ah, da könnte es doch vielleicht eine Diskriminierung gegen Arme geben und einen Vorteil für Reichere. Man sagt das nicht, weil es Unbehagen schafft. Asymmetrie ist ein sozialer Faktor und das funktioniert in dieser technologischen Umwelt nicht. Einige Worte auch über Rassen. Haben Sie dieses virale Video gesehen,
diese Suppenausgabe, ein Schwarzer hält seine Hand unter den Automaten und er funktioniert nicht. Ein weißer Mann hält seine Hand unter diesen Automaten und er bekommt die Suppe. Dann nimmt der Schwarze ein weißes Papiertaschentuch und hält ihn unter den Seifenspender und es funktioniert. Also, da haben wir ein Beispiel, wo interaktive Systeme Leute mit dunkler Haut nicht erkennen. Wir wissen das seit Jahren, aber niemand hat etwas dagegen getan. Und es handelt sich um eine homogene Gruppe von Personen, die diese Technologie entwickelt hat. Und es gab da keine Bereitschaft bei diesen Leuten, dieses Problem zu beheben. Eines erschreckt mich. Diese naiven Algorithmen sind eingebettet in Technologien, auch wie selbstfahrende Autos. Auch selbstfahrende Autos beruhen auf Algorithmen, die Bilder erkennen. Die gleichen Algorithmen, wie es in den Seifenspendern gibt und die nicht funktionieren. Diese Algorithmen in den selbstfahrenden Autos sind so naiv, dass man sie leicht außer Kraft setzen kann. Wenn Sie da so einen Einhornsticker auf ein Stoppzeichen kleben, dann erkennt das Auto nicht mehr, das Stoppzeichen fährt durch und verursacht einen Unfall. Und das ist für mich nicht sicher. Ich sehe immer wieder Graffiti auf Stoppzeichen. Also das wird immer wieder zu Situationen führen, wie das in Tampa, Arizona passiert ist. Ein selbstfahrendes Uber-Auto hat einen unschuldigen Fußgänger getötet. Also wir müssen da auch ein bisschen gegen den Techno-Chauvinismus ankämpfen, gegen die kognitiven Vorurteile, die sehr häufig vorkommen. Sie sind nicht schlecht, nicht notwendigerweise schlecht, aber es gibt sie. Und sie sind ein Teil der Fehler, ein Teil unseres Lebens. Und wir können sie akzeptieren. Wir können inklusive Technologie produzieren. Technologie, die auch menschliche Fehler berücksichtigt. Und damit kommen wir in eine viel bessere Welt. Ich danke Ihnen. Thank you, Meredith. Very interesting topic. Vielen Dank, Meredith, für ein sehr interessantes Thema. Ich darf jetzt alle Redner herausbitten für eine Diskussionsrunde. So we can discuss topics they mentioned. And also the audience. Wir können hier über die angesprochenen Themen diskutieren und das Publikum kann natürlich auch Fragen an die Redner stellen. Maybe in a circle. People are tired. Sind Sie schon alle müde? Ja, ich denke, dort gibt es doch eine Frage. Let's start with the audience then. Beginnen wir mit dem Auditorium. Da sind eine ganze Reihe von Fragen. Ja, eine Anschlussfrage an Ihren Beitrag. Glauben Sie, dass, wenn Datensätze auf der Grundlage des Erkennens menschlicher Gesichter, menschlicher Haut aufgebaut werden, würde es helfen, wenn Produkte auf den Markt kämen, die auf inklusiven Datensätzen aufbauen? Das ist eine ausgezeichnete Frage und meine Antwort lautet absolut ja. Eine Regel dazu würde helfen. Es gibt bereits Verordnungen zur Gesichtserkennung, denn die Gesichtserkennung wird immer besser. Es ist billig
und einfach einzusetzen. Man kann mittels eines Amazon Developer Accounts ein Gesichtserkennungssystem erstellen. Aber das wird nicht notwendigerweise zu mehr sozialer Gerechtigkeit führen, sondern eher zu einem intensiveren Überwachungsstaat. Und diese Software wird in den Vereinigten Staaten unfair eingesetzt und sie ist gegen Farbige gerichtet, gegen Nicht-Weiße. Und das hat zu einer Krise in den Vereinigten Staaten geführt. Wir brauchen also eine Verordnung, die besagt, dass bei der Entwicklung von Gesichtserkennungssoftware man sinnvoll und nicht diskriminierend vorgehen muss, vor allem wenn eine solche Technologie von der Polizei eingesetzt wird. Die Gesichtserkennungstechnologie an sich ist nichts Schlechtes. Man kann das im künstlerischen Kontext einsetzen und das wäre sinnvoll, unterhaltsam, aber Gesichtserkennungstechnologie auf Kameras, auf Verkehrsampeln, die uns täglich verfolgen und uns dann belangen für Übertretungen, das ist nicht das, was wir wollen. Es hängt ausschließlich vom Kontext ab. Weitere Fragen? Zum Beispiel der Titanic. Ich nehme an, dass die Prognose des Algorithmus statistisch richtig ist, aber individuelles Verhalten wird dort nicht berücksichtigt. Sind Sie der Meinung, dass Sie eine Maschine entwickeln könnten, die besser wäre? Sie sagen, da stimmt etwas nicht mit dem Machine Learning. Sie haben von Techno-Chauvinismus gesprochen. Könnten Sie eine bessere Maschine konstruieren? Und zwar wie? Nun, ein besseres Design für Computer. Ich glaube, es gibt zwei Arten, über Systeme nachzudenken. Autonome Systeme und Systeme, die eine menschliche Regelschleife beinhalten. Bei den autonomen Systemen, da kommt es nicht zu einer menschlichen Intervention. Hingegen bei den Systemen mit einer menschlichen Regelschleife, das wäre zum Beispiel ein Parkassistent. Die Techno-Chauvinisten behaupten, autonome Systeme seien besser als diese Systeme mit der menschlichen Regelschleife. Also wir müssen über den Wert dieser menschlichen Regelschleife nachdenken. Mir gefällt die Forschung von Nathan sehr, sehr gut, der darüber nachdenkt, was ist der Wert eines Fehlers, eines Unfalls. Serendipity ist unglaublich wertvoll beim Lernen. Ja, dem stimme ich zu. Gut. Sie arbeiten beide am Konzept der sozialen Intelligenz. In beiden Büchern habe ich das so wahrgenommen. Könnten Sie dazu etwas sagen? Ja, Maschinenlernen ist großartig. Ich möchte es selbst nicht vermissen, aber nichts, was wir je im Labor entwickelt haben, kann mit dem menschlichen Gehirn mithalten. Die Evolution ist zufällig. Sie beruht auf irrtums- und fehlerbasierten Systemen. Computersysteme haben ein Bias, ein starkes Bias. Und wir wollen, dass Computer schnell Urteile fällen und dann auch dabei bleiben. Aber auch das menschliche Hirn kann Entscheidungen schnell treffen. Wenn Sie Angst haben vor einer bestimmten Bedrohung, sei das eine Schlange oder jemand, ein Mensch, der Sie bedroht, wenn Sie da eine schnelle Entscheidung treffen, dann
kann das ihr Leben retten. Das ist ein Bias, der in unserer DSA, DNS eingebaut wird. Aber sich dessen bewusst zu sein, führt nicht dazu, dass diese verschwinden. Man muss hier noch enorme Arbeit leisten. Es ist so, als würde man einen großen Felsblock, einen Berg hinaufrollen wollen. Und die Menschen glauben immer, sie tun das Beste, was sie können, und es ist nicht ihr Fehler, wenn sie es nicht schaffen. Aber die politischen Überlegungen hinsichtlich künstlicher Intelligenz, das Leichteste wäre, die künstliche Intelligenz alle Entscheidungen treffen lassen. Aber wir wissen, dass wir schlechte Entscheidungen getroffen haben. Wir können das nicht einfach einer Maschine überlassen, dann wären wir wieder ganz am Anfang und hätten keine Möglichkeit, das zu kontrollieren. Ja, Sie haben ja beide soziale Gerechtigkeit sehr stark betont, und das ist bei mir sehr gut angekommen. In Ihren Argumenten ist ja auch Darwin'sche Evolutionstheorie beinhaltet. Manche sagen dann, nein, das kann man unmöglich auf die menschliche Gesellschaft anwenden. Da möchte ich Georges Congruyem zitieren, der Darwin gelesen hat und gesagt hat, das ist eine Theorie der Kreativität des Abnormen. Könnte man das auch auf die menschliche Gesellschaft anwenden? Ja, ohne es ausdrücklich zu sagen, habe ich das gemeint. Unsere kreativen Innovationen haben sich alle aus Fehler gegeben. Und das erste Lebewesen, das aus dem Meer aufgetaucht ist und einen Atemzug getan hat, war ein Freak, ein Fehler. Also wir beginnen als Aberrationen, als Abnormitäten. Das stimmt kognitiv genauso wie biologisch. Aber das führt uns zur sozialen Neurodiversität. Es gibt so viele Persönlichkeiten, die wir als gestört bezeichnen. Ich spreche nicht nur von Autismus, sondern auch über Geisteskrankheiten, die zum Teil Persönlichkeitstypen sind, die uns eben diese Diversität vermitteln, die uns eine Population geben, die unterschiedlich miteinander und mit der Gesellschaft interagieren. Denn wenn wir alle auf die gleiche Art agieren und interagieren würden, würden wir nie wissen, was es noch gibt. Also die Neurodiversität der Persönlichkeitstypen, das ist ein wichtiger Teil unseres Überlebens in der Vergangenheit. Und ich fürchte, wir arbeiten jetzt dagegen an. Es wird so viel darüber geschrieben, wie viele Biases auf der Welt geben gegen die Introvertiertheit. Extrovertiert zu sein hilft einem. Da wird man eingeladen, um bei einer Konferenz in Österreich zu sprechen. Introvertiert zu sein wird als Belastung betrachtet, weil wir das eben so entwickeln im Zuge der Evolution. Nun, ich glaube, die Kunst ist auch eine gute Illustration des Wertes der Diversität. Wenn man neue Kunst schafft, ist es aufregend, etwas zu sehen und zu erleben, das anders ist. Aber wenn wir uns rein derivative Kunst ansehen, Kunst, die von etwas abgeleitet wurde, das es schon gab, ist langweilig. Und es gibt eine solche Art von Kunst. Wie viele Studenten auf der Welt haben ein Plakat oder eine Reproduktion eines Van Gogh-Gemäldes in ihrem Zimmer? Das ist natürlich ein Wert, aber wir wollen doch Dinge haben, die neu sind, die kreativ sind.
wenn wir nur Kunst produzierten, wo wir die Sternennacht und andere beliebte Kunstwerke nachmachen würden, etwas davon ableiten würden, würden wir nie etwas Neues schaffen. Also es gibt Platz für alles, wenn wir es nur wollen. Wir wollen beides. Wir wollen das Vertraute und wir wollen das Neue. Ja, es stimmt, wir brauchen Fehler, wir brauchen Irrtümer, um uns als Menschen weiterzuentwickeln, um Kunst weiterzuentwickeln, um besser zu arbeiten. Ich habe eine Frage, die sich an Sie alle richtet. Die Zukunft, Ihre Sicht der Zukunft. Nathan, Sie haben gesagt, optimistisch, nicht optimistisch, 50% Überlebenschance. Gibt es noch eine Evolution? Wird die Evolution weitergehen? Wird die menschliche Rasse unsterblich sein? Es wäre doch traurig, wenn es da irgendwann zu einem Abschluss käme. Nun, findet die Evolution noch immer statt? Das, natürlich findet sie noch statt. Wir wissen, unabhängig davon, wie die kulturelle Evolution stattfindet, wenn die kulturelle Evolution nicht wichtig wäre, ist es dann bloßer Zufall, dass man die gleiche Sprache spricht wie die Eltern? Nun, kulturelle Evolution ist sehr wichtig, aber die Evolution findet auch statt, weil wir an die Reproduktion anders herangehen. Reproduktion ist eine Frage der Wahl. Heute jeder erhält einmal das erreicht einmal das reproduktionsfähige Alter und kann dann die Wahl treffen, will er sich reproduzieren oder nicht. Es gibt in der evolutionären Geschichte Gewinner und Verlierer. Was die Unsterblichkeit angeht, nun, das ist kein biologisches Konzept, denn die eigene Sterblichkeit schafft Raum für neue Generationen. Und das ist ein Schlüsselkonzept in der Evolution. Ich hoffe nicht, dass wir unsterblich werden. Ich möchte so lange gesund bleiben wie möglich, aber irgendwann löse ich mich im Weltraum auf. Irgendwann verschwinde ich. Jetzt hat der Redner leider kein Mikrofon. Wie sehen Sie die Zukunft? Nun, ich möchte etwas vom Paradigma der Evolution weg und eher über soziale Paradigma sprechen. Wenn wir uns unsere Arbeitsumfeld ansehen, da verschwimmen die Grenzen. Wir haben Werkzeuge, Computer, mit denen wir arbeiten. Aber das sind auch Werkzeuge, mit denen wir kommunizieren, mit denen wir spielen. Und man kann natürlich die Frage stellen, wenn wir den Computer zum Spielen und zur Kommunikation einsetzen, trainiert uns das für eine bessere Performance am Arbeitsplatz? Und Anna hat es ja zuvor gesagt, wir stehen jetzt an einem Scheidepunkt. Rein algorithmische Systeme sind nicht mehr das Umfeld, in dem wir arbeiten. Wir sind es. Wir mit unserem Verhalten, mit unserer individuellen Performance werden zum Umfeld für diese Technologien. Und das ist eine ganz häufige Vorstellung in der Unternehmenssoziologie. Aber wir werden ja sehen, was das in den nächsten 10 bis 15 Jahren hervorbringt. Wie sehen Sie die Zukunft? Das Konzept des Human in the Loop ist sehr interessant. Ich will nicht unsterblich sein. Ich bin ganz zufrieden damit, dass mein Körper irgendwann versagt, wenn die Zeit gekommen ist. Ich weiß, dass andere den Gedanken nicht mögen, ich schon. Aber etwas Interessantes zur Zukunft der Arbeit. Mein Mann schreibt gerade ein Buch über Coworking Spaces und er hat entdeckt, dass wir lange Zeit die Vorstellung hatten, dass uns das Internet befreien wird.
dass wir nicht mehr ins Büro fahren müssen, dass jeder von zu Hause aus arbeiten kann, dass wir ein distribuiertes Arbeitsumfeld haben würden. Viel von dem ist Wirklichkeit geworden. Wir haben fabelhafte Kollaborationswerkzeuge, aber wir brauchen Räume, wo wir zusammenarbeiten können. Wir arbeiten für eines der größten Immobilienunternehmen in Amerika und wir haben festgestellt, dass die Leute nicht gerne nur zu Hause arbeiten. Wir sind Social Creatures. Wir brauchen Gesellschaft. Wir brauchen gemeinsame Arbeitsräume. Wenn jemand nur mehr allein von zu Hause arbeitet, dann wird es sehr einsam und die Leute sehnen sich nach Orten, wo sie gemeinsam mit anderen arbeiten können. Wir wollen zwar digital arbeiten, aber in Gesellschaft anderer Menschen. Und das gibt mir die Hoffnung, dass unsere menschlichen Impulse gewinnen werden gegenüber den Maschinen, dass unsere sozialen und kulturellen Impulse siegen werden. Ich glaube, wir müssen jetzt abschließen. Nur ganz kurz noch etwas dazu. Der Gedanke, dass Unternehmen ihre Mitarbeiter gerne nach Hause geschickt hätten, damit sie von zu Hause arbeiten, aber jetzt haben die Menschen ja die Freiheit, das zu tun, aber sie entscheiden sich doch für die Arbeit gemeinsam mit anderen. Die große Frage ist, wer trifft die Entscheidungen für uns? Die Menschen, die jetzt diese Entscheidung treffen können, vertreten ja nicht unbedingt uns, sondern ihr Unternehmen, das ja ein ganz deutliches Interesse habe. In meinem College in den 1990er Jahren, da wurden alle Rauchräume abgeschafft und 98% der Studenten waren dagegen, dass es keine Rauchräume mehr gab und es hat sich herausgestellt, dass diese Umfrage in den Rauchlounges, in den Rauchräumen gemacht wurden. Und wenn wir jetzt also in einem geschlossenen Kreis und wir müssen daher mit unseren Füßen abstimmen und der Markt wird auch darauf reagieren. Aber wenn wir nicht in dem Raum uns befinden, wo die Abstimmung gemacht wird, dann haben wir keinen Einfluss mehr. Also wir müssen uns engagieren in der Diskussion. Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme und danke, dass Sie an dem Thema soziale Intelligenz weiterarbeiten. Wir wissen jetzt, dass wir nicht vollkommen sein müssen. Es reicht, wenn wir für unsere Aufgabe einfach gut genug sein. Das gilt für die Softwareentwicklung, das gilt für alle Aufgaben, die wir im Leben zu erledigen haben. Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme. Wir sehen uns wieder um 12 Uhr.
Hello and welcome back. This is the START Talks. Herzlich willkommen. Wir beginnen jetzt mit den START Talks. STARTS, Innovation, Science, Technology and the Arts. Es geht hier um Preise, die von der Europäischen Kommission vergeben werden. Wir kommen also jetzt zum praktischen Teil unserer Vormittagssitzung. Wir haben von Fehler, von der Fragilität der Menschheit gesprochen und wie wir damit umgehen. Jetzt hören wir von zwei Beispielen, wie wir damit umgehen können. Designer, Künstler sind hier, die auf ihrer Suche nach neuen Lösungen Fehler begehen, Fehler ausprobieren. Trial and error. Es geht um Fehler machen, es geht darum, Fehler zu wagen. Unsere Designer realisieren komplexe Projekte. Zum Beispiel Roboter, die eine Brücke konstruieren, automatisch oder halbautomatisch, oder ein System zum Selbstherstellen von Medikamenten für vaginale Gesundheit. Die Ars Electronica hat in Zusammenarbeit mit anderen um Einreichungen gebeten, und der Preis dieser Zusammenarbeit zwischen Industrie und Kunst wurde an Tim Goertjens aus den Niederlanden vergeben. Er hat an einem Projekt gearbeitet, an einer Stahlbrücke, die mittels 3D-Drucker erstellt wird. Wir zeigen draußen die Gewinnerprojekte unmittelbar nach dem Cafeteria-Bereich. Sie können sich das dort ansehen. Danke, Tim, dass Sie zu uns gekommen sind. Vielen Dank für die Einladung und ich bedanke mich bei den Veranstaltern für diesen großartigen Staatspreis. Es ist für uns eine große Ehre. Ich möchte über das Brückenprojekt sprechen, das jetzt fast abgeschlossen ist. Wir haben seit 3 Jahren daran gearbeitet, ein verrücktes Projekt. Jetzt ist es bald abgeschlossen. Endlich, kann ich sagen. Wenn ich über das Projekt spreche, dann denke ich immer an diesen Burschen, den ich nicht persönlich kenne, Niklas Sytsertsin, ein russischer Unternehmer. Manche sagen, er gehört der Mafia an, er ist ein Crime Lord. Aber der will sein eigenes Haus bauen. Er wandte sich an die Regierung seiner Gemeinde und suchte um eine Baubewilligung für ein 2-stöckiges Haus an. Das Gebäude war dann fertig und er sah seinen Nachbarn, der hatte ein 3-stöckiges Haus. Und er dachte sich, tja, den muss ich überbieten. Und er wollte ein weiteres Stockwerk hinzufügen. Dann stand er auf dem Dach seines Hauses und meinte, ja, ich habe schon eine gute Aussicht, aber noch ein bisschen höher wäre noch besser. Und letzten Endes kam dann dieses Gebäude zustande. 54 Meter, ein Holzbau. Damals war es das höchste Holzgebäude weltweit. Er hat das eigenständig gebaut. Dieses Beispiel gefällt mir. Das Brückenprojekt für uns war ähnlich. Wir haben an einem gewissen Punkt begonnen, wussten aber nicht, wo es hinführen würde, hatten eine verrückte Idee, die immer verrückter wurde. Und dann hat man schließlich so ein Gebäude. Und es gibt dann noch weitere Parallelen, aber darauf komme ich noch. Wir waren nicht immer Brückenbauer. Wir begannen als Designunternehmen, das sind wir nach wie vor, das LAMA. Und in den letzten 15 Jahren haben wir an einer Reihe von experimenteller Einrichtungsgegenständen gearbeitet, die wir an eine Galerie in New York verkauft haben. Wir arbeiten mit neuen Materialien, mit neuen Techniken und haben in den letzten Jahren zunehmend mit 3D-Druckern gearbeitet.
Typisches Beispiel für den Einsatz von 3D-Druckern wäre dieser Sessel. Der erste entstand 2006, eine sehr komplexe Form. Ich werde nicht allzu viel über das Design sprechen, das wäre ein eigener Vortrag. Aber damals hätten wir, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, das in Metall auszudrücken, hätten wir das getan, aber das war damals noch nicht möglich. Daher haben wir eine Form produziert und haben dann den Sessel gegossen. Dann ein jüngeres Beispiel, ein Metallsessel. Da haben wir ein tolles Gerät. Es kann unterschiedliche Werkstoffe drucken, Aluminium, Metall. Und natürlich gibt es einige Nachteile. Einmal der Preis. Ein solches Gerät kostet mindestens eine 500.000 Euro. Sie sehen die Bilder nicht. Leider, sorry. Ja, ja. Ah, okay. They can't see it here, I think. No, no problem. The conference is about error, right? Tja, es geht bei der Konferenz ja schließlich um Irrtümer und Fehler. Yeah, we could do that, yeah. Sorry? For me it's fine, yeah. Yeah, I mean if I think everybody can see everything on this monitor, right? Können Sie alle die Bilder auf den Monitoren sehen? Oh, no, but yeah, but I can. Hast du sie? Ja, das ist vastgeschroefd. Ah, thank you. Perfect, perfect. This is innovation, right? Ja, soweit zum Thema Innovation. Man sollte sich den Staatspreis und die Preisträger vielleicht anders überlegen.
shall I continue? Ja, kann ich weitermachen? Also ich habe über dieses Gerät gesprochen, die wir zum Drucken verwendet haben. Eine gute Maschine, aber wie gesagt, hoher Preis. Und dann noch ein Nachteil. Das Bauvolumen. Links sehen Sie den Sessel und rechts sehen Sie, wie viele Teile wir da produzieren mussten. 16 Teile insgesamt. Wir haben kein Druckunternehmen gefunden, das uns einen 3D-Drucker geliefert hätte für die Erzeugung von Möbeln, haben wir die Dinge selbst in die Hand genommen. Wir haben einen Roboter aus der Autoindustrie gekauft und mit zwei Studenten von der Universität haben wir diese Maschine entwickelt. Ein zwei Komponenten rasch härtendes Harz. Und diese Idee gefiel uns. Man hat 6 Achsen, nicht nur 3 wie bei normalen Robotern. Und da kann man nicht nur innerhalb des Bauvolumens drucken, sondern auch außerhalb. Teile von jeder Größe. Aber das Material war für uns nicht wirklich geeignet. Es ist eher brüchig. Und wir überlegten uns, wir könnten doch Metall verwenden, ein Schweißgerät in Verbindung mit dem Roboter. Und dann können wir vielleicht große Stahlobjekte erzeugen. Wir haben da schon große Schwierigkeiten gehabt am Anfang, aber hier fanden wir dann Bilder von Dingen, die ein anderer genauso produzieren wollte. Damals hatte dieser Mann allerdings keine Roboter. Und wir begannen mit unserer Arbeit. Es ging dann immer besser. Wir haben einfache und komplexere Linien entwickelt, konnten dann immer komplexere Strukturen bilden. Nicht alles hat immer funktioniert. Sie sehen auch, was zwischendurch immer wieder passiert ist. Aber das sind einfach Lernprozesse und man wird dann immer besser. Dann hatten wir endlich einmal das Gefühl, wir könnten da wirklich Teile bauen. Hier die Dragon Bench oder die Drachenbank aus rostfreiem Stahl. Das sind alles einzigartige Objekte, alle aus dem 3D-Drucker. Man kann da wirklich einzigartige Objekte produzieren. Dann wurden wir immer ehrgeiziger und überlegten uns, was können wir mit dieser Technik machen? Wir waren dann schon auf dem Radar einer Software-Company in den USA. Wir wurden nach San Francisco eingeladen und am Abend vor unserer Sitzung überlegten wir, wir brauchen etwas, was diese Leute wirklich beeindruckt. Wir müssen irgendetwas drucken, was denen wirklich gefällt. Und wir hatten dann in unserer Unterkunft auf einmal die Idee, eine Brücke zu bauen, eine Brücke zu drucken. Da braucht man schon eine ausgereifte Druckertechnik, feste Werkstoffe. Es muss ausreichend dimensioniert sein und das macht es Sinn. Wir kommen aus Amsterdam, dort gibt es Kanäle und Brücken, also es macht Sinn, eine Brücke zu drucken. Das war unsere Idee, die andere Seite war auch begeistert und dann haben wir gesagt, gut, wir halten unser Versprechen, wir bauen eine Brücke. Wie ging es weiter? Hier unser erster Plan, eine Handzeichnung, die ich an einem Abend produzierte. Wir wollten zuerst die Roboter während des Druckens arbeiten zu lassen an der Brücke. Das erwies sich als zu kompliziert. Also die Automatisierung brauchte
ziemlich lang. Mein Kollege hat dann dieses Foto aufgetrieben, die Sydney Harbour Bridge, ähnlich im Design. Und eines gefällt mir daran. Irgendwo ist es ja das, so ziemlich das Gleiche. Metall, links digital, rechts analog. Ja, hier die Sponsoren. Sie sehen, wie viele Unternehmen und Leute notwendig sind für ein solches Projekt. Diese Liste ist nicht mehr aktuell, sie ist mittlerweile zweimal so lang. Hunderte, ja, wahrscheinlich tausende Leute haben mit uns zusammengearbeitet an diesem Projekt und sichergestellt, dass es abgeschlossen werden konnte. Das Design war auch eine Herausforderung. Wir hatten großartige Ideen. Mit dem 3D-Drucker kann man sehr komplexe Formen zu drucken. Komplexität ist heute anders, als es früher mal war. Aber wir stellten dann fest, es geht nicht nur darum, was man drucken will, sondern auch, was man drucken darf. Es geht ja schließlich um ein Bauwerk und da gibt es Auflagen und Bestimmungen. Wir entwickelten dann ein gutes Design, hatten sehr viele Ideen und letzten Endes wählten wir dieses Prinzip, ein Algorithmus berechnet die Spannungslinien in der Brücke. Wir haben das dann in die anderen Bereiche der Brücke übertragen, haben gewährleistet, dass dort ausreichend Festigkeit und Steifigkeit vorhanden ist, mehr als nach den Vorschriften. Und das ist dann letztlich das Design geworden. Wenn wir uns den zeitlichen Verlauf ansehen, wir begannen 2015, da kündigten wir an, wir werden diese Brücke drucken. Jetzt, im September 2018, stehen wir vor der Fertigstellung. Also es soll am 21. September in Eindhoven präsentiert werden, im Rahmen der Designwoche. Es ist noch jede Menge Arbeit übrig, aber wir sind überzeugt, es wird funktionieren. Ja, Sie sehen, was noch alles geschehen muss. Die Brücke muss hier angeschlossen werden an die Brückenhäupter. Hoffentlich werden wir diese Brücke dann 2019 an den endgültigen Standort bringen. Wir haben die Bewilligung. Viele, viele Menschen arbeiten ja seit Jahren daran und dazu braucht es Bewilligungen. Hier bewirbt man sich um die Bewilligung, bevor man mit dem Drucken beginnt. Aber wir hatten nicht so viel Zeit, wir wollten nicht warten. Und wir haben uns gedacht, ja, so wie Nikolai Sujardin, wenn er gewartet hätte auf die Baubewilligung, dann hätte er sein Haus nie gebaut. Also wir sagten, wir müssen das Risiko eingehen, bauen die Brücke, auch wenn wir vielleicht keine Bewilligung bekommen. Man kann natürlich nicht alles dem Zufall überlassen. Wir arbeiten daran, eine Zertifizierung für die Brücke zu bekommen. Sie muss ja ausreichend sicher sein. Und wir haben einen digitalen Zwilling der Brücke erzeugt, einen Scan, der wird in den Computeralgorithmus eingegeben. Hier die Sensoren, eine Vielzahl von Sensoren, überwachen den Verkehr auf der Brücke. Es muss natürlich so sein, dass der Verkehr in Amsterdam überwacht wird und es ist auch eine Voraussetzung für die Zertifizierung. Und dann machen wir natürlich Tests auf der Brücke, Belastung der Brücke und alles wird genau gemessen und bis Ende September werden wir hoffentlich ja, so weit sein, dass die Brücke sicher genug ist und in Eindhoven einmal gezeigt werden kann und hoffentlich 2019 kann sie dann an den endgültigen Standort kommen. Soweit zu meiner Präsentation. Ich möchte nur hinzufügen, dass es bei einem derartigen Projekt immer viele Gründe gibt, mit dem Projekt überhaupt nicht zu beginnen. Warum will man eine Brücke bauen? Es braucht viel Zeit, es gibt hunderte Gründe, das Projekt nicht in Angriff zu nehmen.
Aber für uns war immer eines ausschlaggebend. Wir wollen das machen und da muss man einfach anfangen, sonst wird es nie fertig. Das war unsere Erfahrung mit dem Projekt. Dankeschön. Can you? Yes. Thank you, Tim. Vielen herzlichen Dank, Tim. Wir stehen ein bisschen unter Zeitdruck, sind schon im Verzug und ich darf die nächste Vortragende kurz vorstellen. Sie hat den Grand Prize for Artistic Exploration bekommen. Das heißt, der Preis wurde an Sie vergeben, weil hier mit dem Projekt Future Flora gezeigt wird, wie sich neue Methoden auf die Technologie auswirken. Die Preisträgerin ist Giulia Tomasello. Giulia. Sie ist ein Citizen Scientist, ein interessantes Konzept, über das wir vielleicht später noch sprechen können. Celebrating Female Biophilia. Not yet. Now? Yes. Okay. Hi everybody and thank you all. Ja, herzlichen Dank, dass Sie heute alle hier sind. Ich bin Giulia Tomasello. Ich bin Interaction Designerin und Forscherin. Ich arbeite an interaktiven, tragbaren Objekten. Ich werde Ihnen heute das Projekt vorstellen, das den Grand Prize gewonnen hat. Das Projekt heißt Future Flora. Ich erwähne zuallererst, dass ich eine Frau bin. Ich habe einen Körper und der ein soziales Konstrukt mit Ablaufdatum ist. Das ist ein Zitat von Simone de Beauvoir. Also man kann den weiblichen Körper als etwas Natürliches und von der Gesellschaft Konstruiertes betrachten. Ich bin Produktdesignerin und ich arbeite mit Technologie als Interaktion-Designerin. Ich arbeite im Bereich des Biohacking, Wearables und dergleichen. Hier sind ein paar meiner Projekte. Ich arbeite, ich stelle mir in meiner Arbeit die Frage nach der Trennlinie zwischen unserem Körper und der Technologie. Ich arbeite an der Beziehung zwischen Körper und Technologie. In diesem Umfeld arbeite ich. Das ist ein sogenannter Biohacking Space. Hier in London, in Hackney. Das ist ein Do-it-yourself-Umfeld, in dem Leute wie ich, wie Sie, die sich als Amateure für die Arbeit mit Technologie interessieren, die hier tätig sein können und hier Mikroorganismen, Bakterien züchten und so weiter. Es ist ein multidisziplinäres Umfeld. Man kann hier aus Design mit Technologie und Biologie verschmelzen. Ich habe hier begonnen, Zellulose zu züchten. Zellulose wie Kombucha, also ein Produkt aus der Fermentation von Zucker und Essig. Diese Fermentation bewirkt, dass Zellulose an der Oberfläche wächst. Wenn man das aus dem Bad herausnimmt, sieht das wie etwas Vegetabiles aus. Und man kann damit arbeiten, um etwas herzustellen, das tragbar ist. Noch ist das nicht wirklich tragbar, denn die Feuchtigkeit der Haut benetzt die Zellulose und sie bricht dadurch. In meiner Studie habe ich versucht, diesen Prozess der Herstellung von Kombucha zu hacken und leitfähig zu machen. Ich arbeite mit elektronischen Textilien, in denen eine Technologie
eingebettet ist, Kupfer, vielleicht, dann wird dadurch wird das Textil leitfähig oder resistent. Den biologischen Teil kann man rezyklieren, daher ist das ein Nachhaltigkeitsprodukt. Ich wollte also eine biokonduktive Haut produzieren. Und dann bin ich übergegangen zur Arbeit mit Bakterien, Biotextilien. So habe ich das bezeichnet. Ich habe versucht, Bakterien mit Textilien zu verbinden, so damit wir Bakterien am Körper tragen können. Ich habe die Biotechnologie gezähmt. Das ist nicht mehr ein Stück Holz oder ein Stück Metall, das man schneidet und verwendet. Es handelt sich um lebendige Organismen, die muss man ernähren, füttern, damit sie wachsen können. Man muss sich um sie kümmern. Also, wenn man sie dann nützt, sind sie entweder noch am Leben oder schon tot. Warum Bakterien? Im Mikrobiom der Haut haben wir 90% Bakterien und nur 10% menschliche Zellen. Und wir sollten mehr über diese unsichtbaren Organismen nachdenken, die uns umgeben. Dann ändern wir auch unser Verhalten. Es wird uns bewusst, was da stattfindet. Das Gebiet, in dem ich arbeite, ist Wearable Technology für Frauen, für die weibliche Körperhygiene. Nun, was könnten wir tun, um mittels Technologie ein Empowerment der Frauen zu bewirken, wenn zum Beispiel das Make-up aus Bakterien besteht und wenn wir dieses für andere Zwecke einsetzen. Female Flora ist ein Projekt, bei dem es darum geht, Frauen zu ermöglichen, ihre eigenen Substanzen herzustellen, die für der vaginalen Gesundheit dienen. Die Frau wird zu einer Teilnehmerin in dieser Welt der Wissenschaft und bewirkt ihre eigene Behandlung. Es gibt verschiedene Fallstudien. Zuerst einmal Bakterien, ein Projekt, das 2010 in den USA lanciert wurde. Im Wesentlichen ist das eine Seife, die aus Bakterien besteht. Der Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin, die dahinter steht, bestätigt, dass wir bestehen ja aus Bakterien. Warum versuchen wir jedes Mal, die Bakterien zu entfernen, wenn wir uns die Hände waschen, wenn wir ein Bleichmittel verwenden? Warum waschen wir uns nicht mit Bakterien, um das Gleichgewicht im Körper zu wahren? Ich habe dieses Produkt noch nicht auf dem Markt gesehen, aber das Projekt stammt aus dem Jahr 2010. Und dann ein Joghurt-Tampon. Unsere Großmütter hatten auch schon vaginale Infektionen, aber sie hatten keine Cremes, die sie dagegen verwenden konnten. Sie haben Joghurt verwendet. Die vaginale Flora besteht ja aus Lactobacillen. Und das sind die gleichen Bakterien, wie wir sie im Joghurt finden. Warum nicht Joghurt als Heilmittel verwenden? Und dann das sogenannte Vaginal Seeding. Das ist ein ganz neues Projekt, das für mich wirklich ein Pionierprojekt war. Wenn eine Frau ein Kind mit Kaiserschnitt zur Welt bringt, vermitteln Sie dem Kind nicht die Menge von Bakterien, die bei der natürlichen Geburt übermittelt wird. Also hier wird ein Tupfer von der Vagina genommen, ein Abstrich von der Vagina und dem Kind ins Gesicht gestrichen. Kein Arzt kann dazu Nein sagen, denn das funktioniert. Wenn das Kind stillt, werden ebenfalls Bakterien übermittelt. Und wenn man jetzt
dieses Material in der Unterwäsche trägt, dann wird der Scheide die Menge an Bakterien übergeben, die sie braucht, um gesund zu bleiben. Also Sie können sich das alles in der Ausstellung ansehen. Dort können Sie sich das Video ansehen, wie man mit diesem Produkt umgeht. Und es wird erklärt, dass Frauen auf diese Weise diese Bakterien in der Unterwäsche tragen können, in diesem Pad, in dieser Einlage. Das sind Bilder aus den 70er Jahren aus Boston. Frauen, die um die Emanzipation und um ihre Rechte gekämpft haben. Sie haben aber auch gekämpft um Bildung. Sie wollten Frauen bewusst machen, was passiert bei der Menstruation, bei der Geburtenkontrolle. Das waren ja alles Tabus, gesellschaftliche Tabus für Frauen. Wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir feststellen, dass es diese Tabus noch immer gibt. Wir reden nicht über Menstruation, über Candida-Infektion und dergleichen. Wir haben versucht, hier gemeinsam mit Frauen zu arbeiten, gemeinsam dieses Thema zu studieren und zu überlegen, was können wir gemeinsam tun, um Menstruationsprobleme zu lösen. Und das Buch, das diese Frauen herausgebracht haben, ist für mich zu einer Art Bibel geworden. Ich arbeite jetzt an einer Reihe von anderen Projekten. Future Flora war ja Teil meiner Masterarbeit vor 2 Jahren. Ich habe da an Materialien für die Zukunft gearbeitet und meinen Abschluss erworben. Da jetzt arbeite ich an einem anderen Projekt unter der Bezeichnung Kant. Ich wurde eingeladen, als Künstler an diesem Projekt mitzuarbeiten. Kant ist ja ein Schimpfwort, ein vulgäres Wort, das zwar in den USA viel verwendet wird. Was bedeutet denn Kant? Scheide, Vagina? Und wenn man überlegt, wo kommt dieser Begriff her, dann wird er auch nicht mehr als beleidigend empfunden. Wir müssen uns der Bedeutung des Wortes bewusst sein. Leute verwenden den Begriff, ohne zu wissen, wo das wirklich herkommt. Und in der Ausstellung ging es darum, die Macht dieses Wortes zu erklären. Ich habe mit einer Kollegin gearbeitet. Wir wollten eine Publikation erstellen, die Sie auch in der Ausstellung sehen können. Wir erklären, dass der Begriff Kant verglichen werden kann, dass die Scheide verglichen werden kann mit dem Granatapfel. Rund, rot, voller Samen und ein Symbol der Fruchtbarkeit. Und wir sprechen hier davon in unserer Publikation. Und das ist ein Projekt, das kommt vom Biomaker Channel. Ich arbeite hier mit 3 Wissenschaftlern zusammen. Wir versuchen, einen tragbaren Biosensor zu entwickeln, der den vaginalen Ausfluss kontrolliert. Diesen Ausfluss hat jede Frau. Wir wissen nicht wirklich, was das ist. Wir wissen nicht, woraus er besteht. Es gibt keine Daten dazu, keine wissenschaftlichen Daten. Und niemand hat uns je davon etwas gesagt. Auch unsere Mütter nicht, ob das vor dem Eisprung stattfindet, nach der Menstruation und so weiter. Und das, da arbeiten wir jetzt an einem Sensor, der das Gleichgewicht im pH-Wert ermittelt und sagt, ob es sich um eine Infektion handelt oder um etwas anderes. So, you will be
Wenn Sie sich dieses Projekt ansehen können, da gibt es eine Beschreibung in der Ausstellung. Bis Ende Oktober sind wir mit dem Projekt fertig. Ja, das war alles, was ich heute und hier zu berichten hatte. Herzlichen Dank. Thank you, Julia. It's really vielen herzlichen Dank, Julia. Das war wirklich sehr inspirierend, was Sie uns als Wissenschaftlerin berichtet haben. Bei unserer Konferenz geht es um Fehler. Und wir haben hier einen Fehler, weil unser Dach sich nicht schließen lässt. Das heißt, wir müssen spätestens um 1 Uhr hier raus. Es tut mir leid, wir müssen das Dach manuell schließen, weil wir für den Nachmittag Regen erwarten. Also, ich lade jetzt die Jurymitglieder für den Staatspreis Sophie Lamparter und Alexander Mankowski hier auf die Bühne für einen kurzen Bericht. Ja, ja. Julia and Tim, can you come now? We have to shorten it. Ja, wir müssen unseren Beitrag verkürzen. Ich glaube ja nicht, dass es regnen wird. Aber ja, einige Algorithmen und Apps sagen uns Gewitter voraus. Also wir waren Mitglieder der Jury für Starts. Wir hatten hunderte Projekte und wir mussten eine Entscheidung treffen. Zwei Gewinner, ein Beitrag. Dabei ging es um Kollaboration und das andere befasste sich eher mit einer Botschaft an die Gesellschaft und um neue Einsichten und natürlich auch um Ästhetik. Ja, und ein Künstler, eine Künstlerin, die hier Veränderungen in der Technologie hervorbringt. Das nur als kurze Erläuterung, warum wir diese beiden Projekte gewählt haben. Es gibt auch eine Brücke hier zwischen diesen Projekten. Brücke steht für Schönheit, für Ästhetik. Da gibt es oft Missverständnisse. Man muss auch Botschaften an die Gesellschaft übermitteln. Wir haben da zuerst, gibt es da eine Frage vielleicht? Ja, Sie haben den Preis für Kollaboration gewonnen und Sie haben gesagt, da waren ja tausende Leute involviert. Könnten Sie vielleicht etwas darüber sagen, wie Sie das Team aufgebaut haben, wie die Herausforderungen ausgesehen haben? Ja, gern. Von Anfang an, als wir diese Idee hatten, war uns klar, dass wir das nicht allein schaffen würden, nicht nur in finanzieller Hinsicht. Ein solches Projekt kostet natürlich Geld, ist nicht gerade billig und da muss es viel Entwicklungsarbeit geben. Wir sind Designer und wir brauchten Leute, die klüger waren als wir. Und zwar Leute aus allen möglichen Disziplinen. Wir haben uns angesehen, was brauchen wir? Roboter, also dann Schweißgeräte. Da haben wir uns an die entsprechenden Firmen gewendet. Wir haben Software gebraucht, haben die zum Teil auch selber entwickelt und haben unser Team aufgebaut. Wir hatten Glück. Die Leute meinten, Brückenbau ist eine inspirierende Idee und sie waren willens, mit uns zusammenzuarbeiten, aus verschiedenen Gründen. Manche aufgrund der Publicity und andere wollten einfach sehen, was 3D-Drucker für große Projekte in Zukunft bringen könnte, auch in ihrem Gebiet. Was bedeutet es für die Robotik, für Schweißtechnik und so weiter? Also sie mussten die Idee einmal kommunizieren und dann haben sie gehofft, dass die Leute mitmachen. Genau, wir hatten zwei Optionen. Einmal alles für uns zu behalten, hier ein Patent einzureichen. Aber wir haben uns gedacht, Patente kosten sehr viel Geld und es ist auch fraglich, wie wertvoll ein solches Patent dann ist. Und wir mussten ja rasch arbeiten, dazu brauchten wir viele Leute und haben also über YouTube und andere
Medien versucht, Leute zu erreichen. Ja, sie haben sich auch auf Best Practices verlassen oder Best Practices auch entwickelt. Da können andere dann von in Zukunft profitieren. Also sie haben die Leute aus verschiedensten Bereichen für sich gewonnen. Gut, ich komme zur zweiten Preisträgerin. Der Grund, weshalb wir dieses Projekt ausgewählt haben, war der Inhalt. Es gibt eine große digitale Blase. Da geht es um saubere Daten. Alles soll noch sauberer, glänzender werden. Aber in Wirklichkeit haben wir alle einen Körper. Wir stehen im Austausch mit der Umwelt. Wir atmen ein, wir atmen aus. Wir können nicht zum Mars fliegen, ohne uns zu verändern. Denn wir leben in einer bestimmten Umwelt. Und ich glaube, dieses Projekt hat uns in perfekter Weise gezeigt, dass wir nicht digital sind. Wir sind biologisch. Wir sind in die Welt integriert. Also überall Bakterien. Sie haben über Tabus gesprochen und da gibt es ein Tabu, insbesondere in der digitalen Welt. Da spricht man nicht über Körper, man spricht über Algorithmen. Was waren denn Ihre Erfahrungen, als Sie dieses Tabu-Projekt in Angriff genommen haben? Ja, zunächst will ich sagen, es ist sehr schwierig, die richtige Sprache zu finden, um mit einem Tabu-Projekt umzugehen. Tabu bedeutet, niemand will davon hören. Am Anfang war das Projekt sehr umstritten. Und es gibt einen Grund dafür. Auch jetzt, wo wir den Preis bekommen haben, das hilft natürlich. Da gibt es jetzt eine Bewegung, auf feministischer Seite über diese Dinge auch zu sprechen. Und es gibt mehr Bewusstsein für die Symbiose, den Mikroorganismen. Ja, das ist ein Zugang. Sie sagen, es geht um Technologie, aber kein Tabu. Aber es ist doch wohl irgendwo ein Tabu und nicht Technologie. Sie haben ja gesagt, ja, Sie haben über ein neues Projekt, Kant, gesprochen. Ja, warum sollten wir nicht versuchen, hier mithilfe der Technologie ein Bewusstsein über dieses Tabu zu schaffen und die Frauen dazu veranlassen, Biotechnologie zu verwenden? Ich arbeite in der Biotechnologie. Warum sollen nicht irgendwann die Frauen auch Bakterien für therapeutische Zwecke einsetzen können? Und dann entsteht ein Gespräch über das Tabu. Also es war eine Art spekulatives Designprojekt. Haben Sie auch daran gedacht, das Realität werden zu lassen? Inwieweit sind Sie daran interessiert? Ja, das Projekt hat als studentisches Projekt begonnen und ich habe es mit Experten entwickelt. Ich habe mit Biologen zusammengearbeitet und sie haben mir bestätigt, dass es möglich sein würde, das zu verwirklichen. Ich habe an meiner Masterarbeit gearbeitet. Das ist natürlich ein sehr kurzer Zeitraum für ein solches Projekt und für die Umsetzung. Aber das Interesse war immer vorhanden. Und in diesen 3 Jahren, wo wir darüber gesprochen haben, ist mir klar geworden, die Frauen sind jetzt noch nicht dazu bereit, Bakterien in der Unterwäsche zu tragen. Also, man muss zuerst einmal die Grundlagen schaffen. Bewusstsein, Bildung ist wichtig. Und daher trage ich gerne vor und spreche darüber. Denn auf diese Art und Weise kann man die Leute informieren, aufklären und sie dazu veranlassen, Fragen zu stellen.
Warum soll ich nicht Antibiotika verwenden und jetzt Bakterien einfach in der Unterwäsche tragen? Man kann Ihnen sagen, ja, also Medikamente müssen nicht nur oral eingenommen werden, sondern sie wirken auch auf die Vaginalflora. Und hoffentlich wird dann das irgendwann auch auf den Markt kommen. Und jetzt mit dem Preis hat das Projekt natürlich an Profil gewonnen. Wir in der Jury haben natürlich darüber diskutiert, werden das die Leute auch tatsächlich umsetzen. Ja, Sie haben natürlich jetzt das wirklich voll und ganz verstanden. Die Frauen kommen da nicht einfach von sich aus. Sie wollen nicht sich damit auseinandersetzen. Aber manchmal kommen die Männer und sagen, das wäre doch für meine Partnerin etwas Positives. Man muss daran arbeiten. Aber es hat sich in den letzten 2 Jahren etwas geändert. Das Verhalten ändert sich langsam. Und es gibt mehr Ermächtigung, Empowerment für die Frauen. Ja, es gibt mehr Gespräche über Mikrobiome. Ja, und es gibt auch ein besseres Verständnis dafür. Ja, und wir wissen auch jetzt, was daran wahr ist und nicht. Also, ich hoffe, wir haben Ihnen mit diesem Staatspreis auch eine Plattform geliefert. Und tja, ich glaube, das Gewitter kommt. Wir müssen Schluss machen. Nochmals herzlichen Dank für Ihre Beiträge. Dankeschön, dass Sie dabei waren. Und ich empfehle Ihnen die Ausstellung. Und wenn Sie Interesse haben, sehen Sie sich auch die Starts Exhibition hinter der Cafeteria an. Jetzt eine einstündige Mittagspause. Ja, und wir werden hoffentlich die Dachfenster rechtzeitig schließen. Dankeschön.